euch ganz, ganz, ganz herzlich und wir sehen, wer sich dazugeschaltet hat schon und wir sind sehr dankbar, sehr ermutigt, Namen zu lesen von Leuten, die wir gut kennen, mit denen wir schon eine Weile unterwegs sind. Manche sind ganz neu dazugekommen und wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich. Lass mich kurz was zur Technik sagen. Wir sind besser geworden. Wir lernen dazu. Hopefully. Der Ton dürfte diesmal besser sein als das letzte Mal. Ihr könnt das gerne in dem Chat vom Zoom, könnt ihr das reinschreiben, ob ihr bei Facebook uns, kann man das auch reinschreiben. Bei Facebook auch, genau, ob ihr uns gut versteht. Denn wir haben zwei Sachen parallel laufen, einmal über den Zoom und einmal, deswegen merkt ihr manchmal, dass wir nicht hier direkt in die Kamera schauen, sondern vielleicht eher da. Und das liegt einfach daran, dass wir mit dieser Geschichte viele Leute erreichen können. So, wir haben uns wirklich sehr auf diesen Abend gefreut. Wir haben auch vorhin gebetet und auf meinem Spickzettel habe ich mir ein Wort aufgeschrieben, was in dieser Gebetszeit zu uns kam. Und das heißt Bereitstellung. Bereitstellung. Das ist ein Wort, was sehr positiv ist, weil etwas zur Verfügung steht. Etwas wird hingestellt, damit wir es nutzen können für uns. Und in dieser Gebetszeit hat der Herr mich daran erinnert, dass es heute Abend auch darum geht, dass er uns den Tisch deckt. Für dich ist der Tisch gedeckt. Er möchte dir heute Abend dienen mit Ermutigung, mit Auferbauung, mit neuer Hoffnung, mit Heilung, mit Wiederherstellung, egal was du brauchst. Gebetserhörungen. Es wird so sein, dass der Herr dich in diese Gemeinschaft mit hineinnimmt. Und die Dinge, die er bereitstellt, sind gute Dinge für dich, sind Dinge des Lebens für dich. Es ist eine Quelle geöffnet, von der du trinken kannst, von der du nehmen kannst. Gnade um Gnade. Aus seiner Fülle haben wir genommen. Gnade um Gnade. Gott hat immer die Fülle für uns. Vielleicht war deine Woche sehr herausfordernd. Vielleicht hattest du herausfordernde Momente, die du bewältigen musstest. Vielleicht bist du krank im Moment. Wir wollen heute ja noch beten für die Anliegen, die auch wieder in dieser Woche und auch in der letzten Woche dazugekommen sind. Ja. Hier seht ihr einen wirklich großen Stapel von Gebetsanliegen. Und ich habe das letzte Mal schon gesagt, das ist so, wenn die Gebetsanliegen zu uns kommen, wir lesen sie durch und wir beten sofort für diese Anliegen und wir begleiten diese Anliegen eine ganze Weile im täglichen Gebet zusammen. Meine Sehnsucht ist die, guck hier in der Mitte dieser kleine Turm, den du siehst. Das ist eine dicke Rolle, wo Gebetserhörungen und Zeugnisse drin sind. Die sind uns zurückgeschickt worden und das sind Zeugnisse, die uns immer sehr ermutigen. Ermutigen, weiterzumachen, ermutigen, absolut, weiter zu glauben. Yes. Weiter zu den Herrn zu bestürmen, dass er uns durch die Dinge hindurch hilft und dass wir im Kampf nicht müde werden, nicht matt und dass wir nicht das Laufen oder das Kämpfen aufgeben. Und als ich das wieder zusammengebunden habe, da fiel mir ein, meine Sehnsucht ist die, schaut, das sind wirklich viele Stapel, es sind viele, viele Gebetsanliegen, sehr viele unterschiedliche Anliegen. Wir werden nachher nochmal darüber sprechen und intensiv dafür mit euch zusammen beten. Ja. Meine Sehnsucht ist die,
Es darf nicht nur eine Rolle in der Mitte sein von Gebetserhörung und solche Stapel von Gebetsanliegen, sondern das Ding muss umgedreht werden. Es muss so sein, dass wirklich die Gebetserhörungen absolut das meiste ist, bei weitem. In der Bibel heißt es, mehr als wir bitten oder verstehen, will er uns geben. Ja. Mehr als wir bitten und verstehen. Gottes Haus hat diesen Spruch, Gott hat mehr für dich. Und das ist unser Sehnen, das ist unser zutiefster Wunsch. Überzeugung dass, auch. Absolut. Ja, das ist unsere Überzeugung, das stimmt. Das ist so, dass wir Stapel von mächtigen Zeugnissen haben, dass der Herr Dinge in deinem Leben, in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, in deinen Finanzen, in all diesen Bereichen schenkt. Wir arbeiten dran. Und wir wollen, wir halten wirklich im Geist danach Ausschau. Wir strecken uns in unseren Gebeten danach aus. Und wir wollen das wirklich sehen. Wir danken auch für die, also wie gesagt, kommen wir nachher nochmal zu dem intensiven Gebet. Wir danken euch für euer Vertrauen. Die Leute, die uns ihre Anliegen anvertraut haben, die bleiben auch bei uns. Die geben wir nicht weg und die kann auch niemand anders lesen, sondern die bleiben bei uns. Und wenn wir den Eindruck haben, jetzt ist es wirklich durch oder wie auch immer, dann vernichten wir die, sodass man sie nicht wieder zusammenfügen kann. So, wir sind ja immer noch in dieser Krisenzeit und jetzt hat uns jemand angeschrieben und das fand ich sehr, sehr ermutigend. Was das weltweite Geschehen angeht, bete ich, dass die Pläne der Mächte der Finsternis aufgedeckt und vereitelt werden. Amen. Ich rufe aus, Gott hat das letzte Wort. Und das hat mich sehr ermutigt, dass ich gelesen habe, Gott hat das letzte Wort. Ich glaube, dass Gott das letzte Wort hat. Gott hat das erste Wort, das mittlere und das letzte. Und ich danke sehr für die persönlich geschriebenen Gebetsanliegen und auch für die persönlich geschriebenen Ermutigungen. Wir danken euch sehr. Und so. Nochmal, wie schon beim letzten Mal gesagt, es ist zu viel, um auf jedes Einzelne antworten zu können, das überstresst uns. Also wir bitten um Vergebung, wenn ihr keine Antwort bekommt oder die dauert. Ja. Ne? Oder manchmal dauert, ja. Ja, genau. Dauert. Ja. Also ich habe so viele Sachen, auf die ich gerne antworten möchte, aber die Zeit ist wirklich hart umkämpft, muss man sagen. Ja, das stimmt. Ja. Dann möchten wir nochmal auf dieses besondere Projekt Bezug nehmen, was uns die Tanja, ja. erstaunt und so. Martin, was ist das mit dieser Armenspeisung? Arme habt ihr alle Zeit, sagt der Herr Jesus. Ja, aber da haben sie besonders viel Arme. Also ich sage es nochmal von vorne für diejenigen, die sich vielleicht neu zugeschaltet haben und das noch nicht mitbekommen haben. Ja. Eine gute Bekannte von uns, mit der ich auch viel zusammenarbeite, die ist in, also über Homeoffice, die ist in Südafrika, in Johannesburg und hat dort einfach von der grassierenden Not, die dort herrscht, weil die haben einen extremen Lockdown und Lebensmittel sind teilweise sehr knapp und es gibt viele Leute, die an der Armutsgrenze sind oder drunter und die drohen zu verhungern, in der und Tat. Und die kein Geld haben, sich was zu kaufen. Nein, es gibt auch keine Möglichkeiten, da irgendwas dran zu kommen. Die müssen wirklich betteln. Und dann kamen einfach Leute zu ihr und sie hat ihnen geholfen, natürlich aus christlicher Nächstenliebe. Und das wuchs und wuchs. Und irgendwann hat sie gesagt, also unsere gesamten Ersparnisse sind verbraucht. Wir können nichts mehr machen. Mhm. Und irgendwann kam dann der Punkt, es gab ein paar Leute, die haben ihr geholfen, auch aus Deutschland. Aber warte mal, warum macht die Regierung das denn nicht? Für die Leute vor Ort. Also es gibt so eine Art, sagen wir mal, so ein Sozialhilfe, Hartz IV, irgendwas Mäßiges. Das ist aber extremst, extremst unterstes Level. Also es ist wirklich so, dass die Leute nicht verhungern. Mhm. Mehr ist nicht. Also das sind wirklich nur ein paar Euro nach unserem Verständnis. Und die Einwanderer? Aber das Problem ist, dass
gilt nur für die Leute, die einen südafrikanischen Pass haben. Genau, und es gibt aber Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Leuten, die da gekommen sind und ihr Glück machen wollen, aus anderen Ländern, die drumherum sind, insbesondere Zimbabwe. Und das ist so, dass die haben keinerlei Anspruch auf irgendwas. Und die sind auf der Straße und haben teilweise Familie, 8 Leute, 10 Leute und drohen wirklich, die haben nichts zu essen. Ja? Also richtig gar nichts. Und da ist einfach das Problem, dass die angefangen haben zu betteln. Und dann gibt es natürlich immer Leute, die einfach barmherzig waren und ihnen geholfen hatten. Und irgendwann war Tanias Geld alle und so weiter. Und dann war das ist noch gar nicht so lange her, vor einer Woche, das heißt eine Woche her, da hatte sie gesagt, sie hat den letzten Sack Maismehl ausgeteilt. Ja, stimmt. Und ging wieder in ihr Haus zurück und hat gesagt, Herr, wenn du willst, dass das weitergehen soll, dann brauche ich ein Zeichen. Und ein paar Minuten später rufe ich an und sage, übrigens, ich habe diese GoFundMe-Aktion gestartet, so ein Spendenprojekt online. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir etwas über 1.000 Euro. Ja. Inzwischen sind da etwa 3.000 Euro über dieses GoFundMe-Ding eingegangen. Und wir haben gedacht, okay, manche Leute, die möchten lieber bei uns aufs Konto spenden. Nicht aufs Spendenkonto, das dürfen wir nicht durcheinander bringen. Dann haben wir ein Konto frei gemacht, haben gedacht, okay, darauf kann dieses Geld gehen. Also wenn du was unterstützen willst per Überweisung, dann bitte schreib mich an, ich schicke dir die Kontoverbindung nicht aufs Gotteshaus Spendenkonto, weil wir sind ein gemeinnütziges Werk mit einer Satzung und da ist keine Armenspeisung in Südafrika vorgesehen. Dann müssten wir eine Satzungsänderung machen, die haben wir nicht. Und das würde also das ganze Gemeinnützigkeitsding gefährden. Das ist eine private Aktion, gibt es auch keine Spendenbescheinigung für. Aber inzwischen arbeiten wir daran, dass es etwa 5.000 Euro sind, die wir der Tanja zuschicken können. Die ist jetzt auf dem Level, dass sie 100 Esspakete ausgibt. Und da hängen dann immer etliche Leute dran. Die hat gesagt, sie hat in den letzten 4 Wochen etwa, haben sie mal hochgerechnet, sie müssen etwa für 10.000 Leute was zu essen bereitgestellt haben. Als Ehepaar, privat, einfach nur so. Alles, was bei ihnen gefehlt hat, das waren die Finanzen. Und da hat das einfach der Herr gut geführt. Und jetzt ist es so, sie hat sich mit einem befreundeten gemeinnützigen Werk nochmal zusammengeschlossen, dass die Zahlungen darüber laufen. Dann ist das leichter von dem ganzen Mehrwertsteuer und was nicht alles, weil die muss das ja dann versteuern und dann wird das alles ein bisschen schwierig. Und dann ist das so richtig gut geregelt. Also wenn du da helfen möchtest, dann schreib uns an, ich schicke dir die Spendenverbindung, ich schicke dir das auch von mir aus von dem GoFundMe, wo du was hinschicken kannst, darüber spenden kannst. Es ist auf jeden Fall etwas, was bis auf die paar Pfennige für die Überweisungsgebühren und die Online-Gebühren, was da komplett ankommt bei ihr. Also das ist wirklich Hilfe da, wo es hinkommt. Und hier vielen, vielen, vielen Dank. Es gab echt Leute, die haben ihr Herz aufgemacht. Wir haben eine Spende von 1.000 Euro bekommen. Wir haben welche von 500 Euro bekommen. Viele Leute haben 200 Euro gespendet. Aber auch 100. Ganz kleine Beträge? Ja, und der Punkt ist, du musst halt schauen, was hast du an Möglichkeiten, das zu geben. Ja. Ja? Aber hier hast du wirklich einen Punkt, was wir in Deutschland nicht so oft so haben, was du wirklich Leuten in richtiger Lebensnot helfen kannst. Mhm. Und da haben wir die Möglichkeit, einfach dort, wo es wirklich kesselt gerade, wo es richtig brisant ist, eine Hilfe geben zu können. Martin, hast du damit gerechnet, als du das GoFundMe eröffnet hast? Hast du damit gerechnet, dass das so einen Wellenschlag gibt? Das war ja wirklich nur ein Test. Ich hatte noch nie was mit dieser Spendenplattform da gemacht und wollte einfach nur mal testen. Und ich habe gedacht, naja, schreibe ich mal 500 Euro rein und das System hat vorgeschlagen 1.000. Drunter mach's bitte nicht. Dachte ich, 1.000 Euro, naja gut. Da habe ich 1.000 Euro so als Glaubensziel gehabt und in der Tat, inzwischen, wie gesagt, haben wir allein auf der Plattform schon 3.000 Euro bekommen. Wenn du PayPal hast, kann ich dir auch die Adresse geben, da kannst du es direkt nach Südafrika senden. PayPal ist die mit Abstand billigste und schnellste und effektivste Lösung. Nicht Geld überweisen nach Südafrika. Das ist irrwitzig teuer und dauert endlos. Also das ist ganz schlecht. Man muss es am besten über PayPal machen. Ne? Gut. Auf jeden Fall, die Tanja hat, gerade heute habe ich mit ihr gesprochen und sie ist so happy-clappy und dass sie den Menschen da helfen kann. Sie hat gesagt, sowas hätte sie sich in 1.000 Jahren nicht vorstellen können, dass sie da so vorwärts gehen kann. Und dann ist der Punkt, sie hat ein Dankesvideo gemacht. Ja. Das kann ich dir auch schicken, wenn du es sehen willst und ein paar Bildchen geschickt und eine Story auf Englisch. Also es ist einfach
echt cool. Also das solltet ihr auf jeden Fall anschauen, die Leute, die jetzt auch wissen wollen, wer ist das denn eigentlich und was macht die da eigentlich? Und jetzt habe ich da Geld hingegeben und jetzt möchte ich doch gerne mal wissen, was mit diesem Geld passiert. Dann schreib doch uns genau, an. Genau, schreib uns einfach an. Und dann schicken wir dir den Link und diesen Videoclip. Sie hat gesagt, oh Leute, als wir gesagt haben, hey Tanja, kannst du noch mal irgendwie einen Clip machen? Dann hat sie gesagt, oh Leute, ich habe so viel zu tun. Ich muss einkaufen, ich muss das verteilen und das, meine Wohnung sieht aus und so. Aber sie hat es trotzdem geschafft, in dieser Woche noch mal einen Film zu machen. Ja, vom Handy, und ganz einfach. Ja, nur so. Aber so, dass wir verstehen, was ist mit dem Geld und wo kommt das an? Was wird damit gemacht? Also nochmal, das ist kein Gotteshaus-Spendenprojekt. Ja, wir stimmt. haben da gar nichts davon. Das ist etwas, was einfach bis auf die paar Pfenniggebühren direkt nach Südafrika geht. Ja. Privat. Privat. Genau. So, das ist auch für uns das erste Mal, dass wir auf ddieser Art und Weise so mit anderen gemeinschaftlich etwas, ein Projekt unterstützen. Und erst habe ich gedacht, na gut, jetzt haben wir ja die 1.000 Euro und mehr erreicht, jetzt hören wir mal auf oder wie machen wir das? So, aber wir haben im Geist empfunden, dass wir das noch einfach weiter anbieten ja. sollten, weil definitiv ist es so, dass es uns in Deutschland wirklich gut geht. Unter diesem Lockdown geht es uns gut. Auch wenn jetzt gesagt wird, na ja, wir machen mal hier eine kleine Öffnung und da ein bisschen so. Es ist trotzdem so, dass wir auf der einen Seite unter der Krise leiden und auf der anderen Seite sind wir in Deutschland wirklich abgesichert. Das ist in anderen Ländern nicht so. Auch nicht in den westlich orientierten Ländern, auch nicht in Amerika. Es gibt Millionen, 26 Millionen mehr, über 30. oder 30 schon mittlerweile von Arbeitslosen. Und wenn du weißt, wenn keine Arbeit da ist, wenn kein Einkommen da ist, wenn du nicht einfach in den Markt gehen kannst zum Einkaufen oder nicht weißt, wie die Miete bezahlt werden soll oder wie die fällige Hauskreditzahlung gehen soll, dann weißt du, dass das wirklich sehr schwer ist und sehr herausfordernd. So, wir werden sehen, wie die Zeit sich auch hier ja. bei uns in Deutschland entwickelt. Wir sind nach wie vor dabei, zu schauen, wie die Mächte, wir reden hier nicht von Menschen, wir reden hier von den Mächten der Bosheit in der Himmelswelt, von den Fürstentümern in der Himmelswelt, die bestimmte Dinge installieren wollen und die Kontrolle der Menschen vorhaben, um bestimmte Dinge zu implizieren. So, wir bleiben im Gebet da stehen. Und jetzt heute Abend wollen wir da auch einen Schritt reingehen ja. und darüber sprechen. Und wir möchten am Anfang jetzt uns zusammenschließen, einfach um zu beten und uns zu fokussieren auf den Herrn und dass wir von dem Leben, was er gibt, von jedem lebendigen Wort, was aus dem Mund Gottes kommt. Amen. Und sein Wort ist die Wahrheit. Sein Wort ist in der Bibel geschrieben. Und ihr Lieben, ich habe in dieser Woche wieder gedacht, hey, was wäre das, wenn ich meine Bibel nicht hätte? Wenn ich nicht da lesen könnte, wenn ich nicht die Ermutigung daraus hören könnte. Es wäre für mich ultra, ultra schwer. Und das ist jetzt auch in dieser Zeit das Wichtige. Unser Fokus, ach so, ja, das wollte ich auch noch mal kurz sagen. Hm? Viele Leute schreiben uns an, wie seht ihr das denn mit der Endzeit? Martin, ja. sag kurz was dazu. Autsch, das wird aber länger, das kann man nicht. Nein, ganz kurz. Ja, also, ja, Endzeit, ne? Ernte. Haben wir. Ist das kurz genug? Nein. Nee, also es gibt natürlich zum Thema Endzeit ganz, ganz unterschiedliche Sichtweisen und Gruppierungen, Lehrmeinungen, die sich teilweise die Köpfe einschlagen. Die sind sich mitunter richtig, richtig spinnefeind. Und wir vertreten die Meinung, es gibt natürlich die
sagen wir mal, dunkle Seite der Endzeit, das Horrorszenario nenne ich das gerne. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch die biblischen Verheißungen, die eben das Kommen des Reiches Gottes, ja, die Ausgießung des Heiligen Geistes, die Ernte immer wieder bringen. Und wir sagen, das musst du parallel sehen. Wenn man auf der einen Seite nur das Dunkle sieht, nur Mahlzeichen und 666 und Antichrist und Trübsal, dann bist du echt nicht auf dem richtigen Track, weil das ist nur eine Seite. Ja. Und du drohst wirklich aber ganz extrem an der Leitplanke lang zu schrappen. Ja, auf der anderen Seite befinden sich wesentlich weniger Leute an der Leitplanke, die sagen, alles wird super, alles ist bestens, das Friedensreich des Herrn kommt. Die richtige Lösung ist, du musst in der Mitte sein. Du musst sagen, wir haben Licht und wir haben Finsternis. Und das haben wir parallel. Ja, so wie Jesaja sagt, Finsternis bedeckt das Erdreich, aber über dir strahlt das Licht auf. Das passiert zeitgleich. Ja, Licht und Finsternis. Amen. Und genau das erwarten wir in der vor uns liegenden Zeit. Und genau das ist das, worum es auch heute wieder geht und weshalb wir die Clips gemacht haben. Und genau das ist auch das, was die Propheten uns immer wieder sagen. Ja, so, es gibt viele Leute, die sind fast paralysiert von einfach dem, was sie sich an, sagen wir mal, sehr negativen Informationen aus dem Netz holen über Endzeit und bedrückend und fürchterlich. Ja? Und dann bleibt nur die einzige Hoffnung, hoffentlich gibt es jetzt die Entrückung und ich bin vorher schnell weggebeamt. Ja? Ja. Das ist tatsächlich etwas, was also Tausende und Tausende von Christen betrifft. Aber warte mal, dieses Wegbeamen, das ist das, was ich am meisten höre und lese. Oh, es wird den Augenblick geben, wo wir in die Luft entschwinden mit allen Klamotten und allem drum und dran und dann bin ich weg. Hauptsache, ich bin weg. Hauptsache, ich habe hier nichts mehr zu leiden oder Hauptsache, ich habe hier nichts mehr auszuhalten, dann bin ich ja weg. So, das ist eine Lehre, die aufgrund von Büchern oder Filmen gekommen ist und die in den Köpfen wirklich Wurzeln geschlagen hat. Und das ist das, wo wir nicht konform gehen wollen, sondern wir sagen, wir wollen in der Ernte gefunden werden. Ja, also das ist halt dieses, die Entrückung vor der Trübsal. Das ist ja in großen Kreisen sehr weit verbreitet. Es geht alles fürchterlich, aber vorher sind wir alle weg. Ja, da gibt es theologisch ein paar Fragen, die sehr genau mal untersucht werden müssten. Vielleicht machen wir dazu mal ein Video. Aber der eigentliche Punkt, worum es uns geht, ist, du brauchst nicht irgendwo zu sitzen und auf die Entrückung zu warten, sondern das Entscheidende ist, du wirst in der Ernte gefunden. Amen. Guck mal, der Herr hat uns einen Auftrag gegeben, den wir umzusetzen haben. Und viele Christen beschäftigen sich mit sonst was, rechnen irgendwas aus, machen irgendwas, aber nicht das, was der Herr gesagt hat. Darum geht es heute. Ich möchte heute mit euch über die Missionsbefehle unter anderem sprechen, wo uns das klar wird, was ist eigentlich unser Job. Ja? Und das ist nicht irgendwelche Taten des Bösen zu zählen oder Strichlisten zu führen, wie viele Tage noch sind, bis der Herr wiederkommt oder sowas, was es alles gibt. Ja? Sondern in der Ernte zu sein, als Armee des Lichts, damit die Menschen um uns herum gerettet werden. Alles andere, so nach dem Motto, nach mir die Sintflut, ist echt nicht unser Ding. Martin, prophetische Worte in dieser Zeit. Du hast gesagt, du hast etwas von Gott gehört und wir haben jetzt einen Freundesbrief konzipiert. Kannst du was zu dem Freundesbrief sagen? Kurz? Ja, ich sag mal was zum Freundesbrief. Unsere Freundesbriefe, die dürften viele von euch kennen. Ja, hier. Viermal im Jahr etwa? Drei, viermal im Jahr kommt das etwa. Per Post. Da weisen wir auf Veranstaltungen hin und einfach so prophetische Impulse. Hier ging es mal beispielsweise um das Jahr 2019, also ein hochprophetisches, interessantes Jahr, wo eine Fülle von Sachen drin waren und so. Und die schicken wir euch gerne zu. Und der nächste, den haben wir schon fertig, der ist aktuell im Druck. Da gibt es ein wirklich mächtiges prophetisches Wort, was ich vor ein paar Tagen empfangen habe. Und also ich würde dir raten, wenn du das noch nicht bekommst, das bei uns zu bestellen. Gibt es kostenlos, wenn du im Verteiler sein willst, gibt es also Infos über Videos und über Veranstaltungen Bücher. Und neue Sachen von uns. Ja. Und vor allen Dingen natürlich prophetisch, wo wir richtig dran sein wollen und sagen wollen, okay, was sagt der Herr? Weißt du, du kriegst so unendlich viele Nachrichten. Ja, du kriegst so viel Zeug, du weißt überhaupt nicht mehr, was ist wirklich real und was nicht. Gerade heute, gerade vorhin hat mir jemand, mit dem ich da so auf WhatsApp unterwegs bin ein bisschen, hat mir geschickt,
etwas, das hieß Faktencheck. Faktencheck. Das heißt, du kriegst irgendeine Nachricht und dann gibt es Leute, die sagen, okay, was steht da wirklich dran? Und dann die stimmt nicht. Und dann gibt es ein Institut, Faktencheck, und das checkt, ist das wirklich richtig, ja, was da ist? Ja. Dann dachte ich, immer komisch, was ist denn das für ein Faktencheck? Dann habe ich mal, es ging ganz schnell, habe ich einfach mal geguckt, was ist das? Was ist das? Und dann war ich bei der Betreiber von diesem Faktencheck und im Spiegel verlinkt ein Artikel, bezahlt von George Soros. Ja, wo du sagst, du musst erst mal sagen, wer George Soros ist. Das ist ein böser Milliardär, der echt Übles im Schilde führt. Und ja, der mit Bill Gates zusammenarbeitet. Ja. Also mehr wollen wir jetzt auch gar nicht darüber sagen. Ist jetzt gar nicht das Ding. Nur du denkst, das ist jetzt eine verlässliche Quelle, die Fakten, die da sind, irgendwie nochmal checkt und die Wahrheit sagt. Objektiv. Und du merkst, das ist alles andere als objektiv, das ist Dreck. Ja. Und das ist etwas, wo man merkt, du hast keine bisschen Basis mehr, worauf kannst du dich verlassen? Genau. Wenn du nicht kapiert hast inzwischen, dass die Regierung mit unsauberen Zahlen arbeitet und völlig überzogene Maßnahmen hat, dann solltest du ausschalten. Ja? Aber im Grunde genommen ist es so, dass du dich nicht auf das von den Behörden verlassen kannst, was da gesagt wird. Du kannst dich nicht auf das verlassen, was die Nachrichten bringen, was die Zeitungen bringen. Du kannst dich auf das, was im Internet rumgeistert, kannst du dich erst recht nicht verlassen. Ja. Ja? Es ist echt schwierig. Mhm. Worauf kannst du dich verlassen? Auf das Wort Gottes. Amen. Und da kommt dann eben diese prophetischen Sachen rein. Wenn du weißt, was der Herr sagt, dann ist es entscheidend, dass wir Klarheit haben, in welche Richtung wir uns bewegen können. Und das ist anders als das, was du eben im Mainstream bekommst. Schau mal, die Leute, die merken, irgendwas ist komisch, irgendwas ist sonderbar, ich fühle mich nicht wohl, da passiert irgendwas. Mhm. Interessanterweise, vor allen Dingen sind das Leute aus Ostdeutschland. Ja, die kennen nämlich, viele von ihnen, die kennen nämlich ein totalitäres System, die waren da schon drin. Und die sind häufig so, dass sie sagen, hier baut sich was zusammen, das schmeckt nicht gut, da kommt was Komisches. Ja, und sie realisieren, da ist irgendwas, was nicht gut ist. So, und dann gibt es jetzt eben einfach Leute, die sagen, okay, ich prüfe das mal und guck mal, und dann gibt es eben Gegenmeinungen und alles Mögliche. Und der ganze Versuch von all diesen Leuten mit all ihren besten oder auch nicht so besten Absichten ist, im Natürlichen zu gucken, was steckt das dahinter. Wollte ich grad sagen. Die bleiben immer im Natürlichen hängen. Dann hängen sie bei Bill Gates oder dann hängen sie bei, was weiß ich, keine Ahnung, Rockefeller oder von mir aus diesem Soros oder sonst was. Die bleiben immer auf der natürlichen Ebene. Und für uns als Kinder Gottes ist es so, dass wir eine andere Informationsquelle haben. Ja? Amen. Und das ist es, was wir anzapfen müssen. Und deshalb ist das prophetische Wort so wichtig. Und deshalb ist es wichtig, dass du ins Gebet gehst und dir vom Herrn zeigen lässt, was dran ist und ernsthaft bist. Ja? Also ich habe mir komplett abgewöhnt, irgendwelche Nachrichten anzugucken und auch bei Internet auch bei und Internet, YouTube. Ich bin extrem selektiv, was ich mir angucke und was nicht. Ja. Weil es ist teilweise so, wie schon gesagt, du weißt überhaupt nicht, worauf du dich verlassen kannst. Aber eins gibt's, darauf kannst du dich verlassen. Und das ist das Wort Gottes und was da drin steht. Ja. Ja, das kommt garantiert hervor. Und wenn du da mal die Offenbarung liest, was da eigentlich drin steht, dann solltest du begeistert sein, weil das ist grandios. Und wenn du die Endzeitriesen Jesu liest, dann kannst du auch begeistert sein, denn der Herr sagt, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Amen. Ja, wir in Matthäus 24, es ist uns verboten, uns zu ängstigen. Yes. Das muss man sich mal eintüten. Also in der letzten Woche war ich unterwegs. Ich musste eine längere Strecke fahren. Und ich habe mir angewöhnt, Lobpreis zu hören, auch im Auto. Weil, weißt du was, im Auto, beim Autofahren auf der Autobahn ist Lobpreis sehr, sehr geschickt. Weil es hält dich auch ein bisschen zurück, dass du nicht ärgerlich wirst über die Leute, die vielleicht nicht so fahren, wie du denkst, dass sie fahren sollten. Aber nichtsdestotrotz, ich habe die Zeit eben mit Lobpreis genutzt und auch zu beten. Und wenn ich so in die Stadt komme, wenn ich die Leute sehe, ich habe ja letzte Woche darüber berichtet, dass es mir so schwer gefallen ist, dass ich wirklich so ein Weinen hatte in der letzten Woche über die Dinge, die hier in unserem Land passieren und abgehen, aber insbesondere über die Bedrängnisse und die Angst der Menschen. Es ist wirklich interessant, wir gucken uns kaum noch an und wenn, dann immer ganz vorsichtig und jeder drückt sich an der Wand lang, damit er ja nicht die 2 Meter Abstand überschritten hat. So, aber ich habe wirklich gebetet und habe gesagt, Herr, wie ist es möglich gewesen, weltweit
alle Völker, alle Nationen, alle Sprachen dazu zu bringen, ihre Arbeit hinzulegen, zu Hause zu bleiben und mit Mundschutz rumzulaufen. Wie konnte das passieren? Schau mal, wenn damit gearbeitet worden wäre, überleg doch mal, es wäre gut, wenn du das tun würdest, aber es bleibt deiner Entscheidung überlassen. Guck doch mal, das ist doch ganz logisch und entscheide dich doch hier oder da, du kannst es für dich entscheiden. Du musst gar nicht. Wisst ihr was? 99% der Leute hätten gesagt, bin ich verrückt? Ich arbeite weiter, ich gehe weiter raus, ich will weiter ins Café gehen, ich will ein Hotel buchen, ich möchte verreisen. Niemand hätte von sich aus sich dafür entschieden. Und ich habe den Herrn gefragt und habe gesagt, Herr Jesus, wie ist es möglich gewesen, dass das weltweit passieren konnte? Und die Antwort, die ich empfunden hatte, war, dass es zwei große, sehr starke dämonische Machtstrukturen, dämonische Mächte gibt, Mächte in der Himmelswelt. Jetzt aktuell. Jetzt aktuell, die zuständig sind für diese Krise. Und die eine Macht heißt Angst und die andere heißt Sorge. Die beiden Ängste, die kennst du aus deinem ganz persönlichen Leben in Kleinformat, nämlich, oh, hoffentlich reicht das Geld in diesem Monat vor der Krise. Die kennst du, oh, hoffentlich werde ich nicht krank oder hoffentlich ist diese Krankheit nicht so, dass ich ins Krankenhaus muss. Nur Sorgen für die das Kinder. Das ist Angst, Sorge um die Kids. Was auch immer, Angst und Sorge kennt jeder von uns. Aber diese riesigen, starken Machtpositionen, die wir jetzt haben, nämlich Angst und Sorge, sie bringen egal welchen Menschen auf der ganzen Welt unter diese Decke der Finsternis. Das sind echte satanische Bollwerke. Es ist nicht anders möglich gewesen. So habe ich das wirklich im Geist gehört, dass es diese beiden dämonischen, teuflischen Machtstrukturen sind, die alle Nationen, alle Sprachen, alle Völker in der gleichen Zeit unter diese schwarze Decke der Finsternis gebracht haben. Denn wenn die Leute nicht Angst hätten um ihr eigenes Leben, dann wären sie fast unantastbar. Wenn sie keine Sorgen hätten, wo ihre Gelder oder Einkommen oder whatever, was morgen auf dem Tisch steht, herkommt, sie würden einfach fröhlich vor sich hin leben. So, aber diese Machtstrukturen haben das nicht vorgesehen, dass du und ich da unbesorgt und unängstlich, angstfrei durchs Leben gehen, sondern sie wollten diese kollektive, weltweite Depression. Das Interessante ist wirklich, es ist weltweit. Ja. Also das ist, ja, da gibt es ein paar Länder, da ist das ein bisschen moderater gelaufen oder so, aber letztlich ist es etwas, was weltweit jeden Menschen irgendwie tangiert. Ja. Das gab es noch nie. Noch nie in der Geschichte der Menschheit gab es so etwas, oder ja, seit der Sintflut vielleicht, ja, gab es so etwas, dass jeder Mensch wirklich von dieser Geschichte tangiert ist. Und es ist nicht der Virus, sondern es sind die Maßnahmen, die getroffen werden, um vor diesem Virus und seinen angeblichen Folgen zu schützen. Ja, so, also ich habe da sehr auch drum gebetet und auch, dass das Volk Gottes in Autorität kommt, in Kraft kommt, aufsteht, in Kraft, im Gebet, in dem Hören des Wortes Gottes. Du und ich, wir brauchen in dieser Zeit mehr denn je das Wort Gottes in unserem Leben. Schaut, wir haben viele, viele Dinge erlebt, viele Tiefen, wirklich. Aber das Wort Gottes war immer unsere Stütze, war Amen. Immer unser Halt. Yes. Und wir selber sind davon überzeugt, das wird uns durchtragen. Es wird uns helfen, es wird uns wirklich versorgen mit allem, was wir brauchen.
Das Wort Gottes hat mehr Bestand als der Globus, auf dem wir stehen, Amen. Und der Himmel über uns. Yes. Das Wort Gottes wird nie vergehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber das Wort Gottes wird Bestand haben. Also wenn irgendetwas in diesem Dasein relevant ist und wo man sich darauf verlassen kann, dann ist es das Wort Gottes. Alles andere ist Treibsand. Ja. Das Interessante war für mich auch in dieser Gebetszeit, dass ich darüber nachgedacht habe, dass genau diese beiden Themen, Angst und Sorge, in der Bibel von A bis Z, von Anfang 1. Mose bis Offenbarung, sich durchzieht. Angst und Sorge kommt immer wieder als Thema der Bibel vor. Und der Herr wusste, dass es diese Machtstrukturen gibt, und er wusste, dass wir als seine Kinder uns trainieren lassen müssen. Ja, dass wir den Heiligen Geist brauchen werden, der in uns der Ratgeber ist, der Bereitsteller ist. Wir haben am Anfang davon gesprochen, von diesem Wort bereitstellen. Der Heilige Geist muss die Ermutigung, muss die Hoffnung, muss die Zuversicht in unseren Herzen bereitstellen, und er will das tun. Und durch die ganze Bibel kannst du lesen, dass immer Angst und Sorge das Thema war. Und selbst in diesem, was du angesprochen hast, Matthäus 24, sagt der Herr, wenn ihr das alles seht, erhebt eure Häupter, heißt, macht ihr keine Sorgen. In den ganzen Dingen sagt Jesus selber, sorgt nicht für den morgigen Tag, sondern der morgige Tag hat seine eigene Sorge. Und ich bin besorgt für euch, so steht es in dem Psalm 54, glaube ich. Immer wieder sagt der Herr, sorg dich nicht, fürchte dich nicht. Bei Josua heißt es, Josua 1, Vers 9, sei nicht besorgt, sei mutig. Ich habe mal gelesen, aber ich habe es nicht nachgezählt, ich habe es mal gelesen, dass die Aussage, fürchte dich nicht, 365 Mal in der Bibel vorkommt. Ja, für jeden Tag einmal. Der Herr wusste, dass wir seinen Zuspruch brauchen, damit wir über diese Dinge herrschen können. So, bevor Martin jetzt gleich uns nochmal mit diesem Wort dient, möchte ich kurz mit uns zusammen beten. Und darf auch länger sein. Nein, wir wollen nachher noch viel beten. So, Vater im Himmel, ich will dir danken, dass du unseren Fokus auf dein Wort ziehst. Ich will dir danken, dass du uns alle einheitlich hier jetzt zusammenfügst, dass wir an deinem Tisch Platz nehmen, dass wir uns beschenken lassen von dir, von deinem Wort. Herr, ich bete, dass es ein Wort der Hoffnung ist, dass es ein Wort der Zuversicht ist, ein Wort der Ermutigung und der Erfrischung, dass wir von deinem Wort gesättigt werden für die Tage, die danach kommen. Herr, wir beten, dass wir in dieser Zeit wirklich unseren Kopf erheben. Ich sehe das wie in einem Bild, dass du kommst und jedem, der hier jetzt mit uns zusammen ist, den Kopf erhebst und sagst, stell dich gerade hin, grab die Hacken ein und fokussiere dich auf mich und auf mein Werk in deinem Leben. Und wir preisen und wir ehren dich, Herr, dass deine Zusagen Ja und Amen sind in dir. Amen. Amen. Okay, your turn. Your turn, okay. Ja, ganz frisch. Gestern Abend habe ich in der Bibel gelesen und war für Bass erstaunt, also anders kann ich es nicht sagen, als ich über ein Wort da kam, was tatsächlich Verschwörung hieß. Verschwörung. Das ist gut. Nein, ich will noch schon hier. Okay, Verschwörung. Ich wusste nicht, dass das Wort in der Bibel vorkommt, und dann habe ich es gesucht, mal in meinem Bibelprogramm geguckt, wie oft kommt denn Verschwörung vor, und ich war für Bass erstaunt. Das waren etwa vielleicht 25 Mal. Aber in fast allen Fällen ist es tatsächlich eine politische Verschwörung, wo irgendwie sich ein paar Leute zusammengerottet haben, um, was weiß ich, den Herrscher auszuschalten und so. Deshalb findet man das auch am meisten in den Büchern Könige und Chronik, wo immer irgendwelche Verschwörungen waren, um Leute eben zur Seite zu bringen. Ja? Und dann kam ich zu Jesaja, und das war die Stelle, die ich gestern Abend gelesen hatte, über die ich da die mir aufgefallen ist.
und dachte, das ist was anderes. Das ist eine völlig andere Verschwörung und die hat auch nichts mit unserer Art von Verschwörungstheorie zu tun. Und da möchte ich mit dir mal drüber sprechen. Ja? Und der Punkt ist, wenn du das in der Bibel mitlesen willst, Jesaja 8 ab Vers 11 und das geht bis Jesaja 9 Vers 6. Und vielleicht hast du sogar schon mal eine Predigt von mir über Jesaja 9 gehört. Das ist nämlich eines meiner absoluten Top-Super-Wahnsinns-Lieblingsthemen. Das ist so grandios. Der Stecken des Treibers und der Tag Midians. Ja. Also cool. Die gewaltige prophetische Botschaft, auch für uns als Nation Deutschland. Ja. Aber darum geht es heute nicht, sondern es geht mehr darum, um das, was davor steht. Okay, ich habe hier die Luther-Übersetzung. Denn so sprach Jahwe zu mir, also Jesaja spricht, ne? Jesaja, 8 Vers 11. Als seine Hand über mich kam und er mich warnte, ich solle nicht wandeln auf dem Wege dieses Volkes. Okay, das Volk war in Sünde und in Abgötterei und in Unglaube. Und deshalb hat Gott ja immer wieder Propheten berufen. Und sagt zu dem Propheten hier, Jesaja, leb aber nicht so wie das Volk. Mhm. Mach dir nicht die gleichen Gedanken wie das Volk. Fokussier dich nicht so, wie die Leute sich auf irgendwas fokussieren, sondern fokussier dich auf mich. Lebe anders. Ja? Geh einen anderen Weg. Mhm. Ja? Und das ist etwas, was genau jetzt unsere Situation ist. Ja. Die Menschen um uns herum, die haben alle möglichen Ängste, alle möglichen Befürchtungen, alle möglichen Sichtweisen, alles Mögliche. Ja. Wir als Kinder Gottes müssen, und ich meine müssen, ja? Ja, ich meine wirklich müssen, Ausrufezeichen, den Blick auf den Herrn richten, auf das richten, was wirklich droben ist, wie es im Kolosserbrief heißt. Wir müssen auf das schauen, was uns Hilfe und Trost gibt, die über die Probleme und sogar über dieses Leben hinaushelfen. Ne? Mhm. Und das, meine ich, sagt hier Gott eben zu Jesaja, wandel nicht auf dem Weg des Volkes. Gut. Und dann kommt diese bemerkenswerte Stelle, da heißt es, und jetzt sagt Gott, ne, Gott sagt das, ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dies Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was sie fürchten, fürchtet euch nicht. Halleluja, das ist schon mal eine grandiose Aussage. Wie gesagt, hier spricht Gott, ja. Vor dem, Amen. Wo die Leute sich vorfürchten, fürchtet euch nicht. Das ist eine Anordnung. Die sagt er hier, das ist etwas, wo ich wirklich glaube, dass das für uns gilt. Und lasst euch nicht grauen. Also vor diesem Bedrücken, Bedrängen, vor diesem Grauen, diesen mulmigen Gefühlen, ja, was da eben so einfach in der Luft ist. Sorge und Angst. Ja. Lasst euch nicht von diesen Dingen hier überwältigen. Sondern, und jetzt kommt der absolute Knaller, verschwört euch mit Jahwe Zebaoth. Amen. Hier steht tatsächlich, verschwört euch mit Jahwe Zebaoth, das heißt der Herr der Heerscharen, den lasst eure Furcht und euren Schrecken sein. Also darüber kannst du erstmal nachdenken. Ja? Also Gott sagt hier zu Jesaja, ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. Ja? Also diese Gedanken, dahinter steckt irgendwas, ja, was so das Volk so sagt, was die dahinter vermuten, was dahinter steckt, als Kinder Gottes, ey, halte dich mal ein bisschen zurück. Nicht alles ist so verschwörungsmäßig, wie man vielleicht denken könnte. Ja? Wie wir vorhin schon gesagt hatten, du kannst dich auf das nicht verlassen, du kannst dich auf die normalen News nicht verlassen, du kannst dich auf die Anordnungen, die gegeben werden, nicht verlassen, du kannst dich eigentlich auf gar nichts verlassen. Es ist völlig konfuse, es ist eine völlig verwirrende, abartige Situation, in der wir uns befinden. Und nicht nur wir, sondern überall auf der Welt. Und überall auf der Welt haben die Christen genau das gleiche Problem, dass sie in einer Situation wie dieser stecken und sagen, was machen wir jetzt? Und viele, viele Christen, die beten dann so, oh Herr, gib doch unseren Regierenden richtig gut Weisheit, dass sie ihre Pläne durchsetzen können. Hallo, hallo, Vorsicht. Wenn da Regierende irgendwo auf der Welt sind, die nicht die besten Absichten haben, dann ist das kein gutes Gebet.
Also wir beten, dass da Licht drauf kommt, Amen. Was eigentlich dahinter yes. gespielt wird, was eigentlich los Stimmt. ist. Man braucht Offenbarung. Ja, es ist so verwirrend, mhm. dass man überhaupt nicht weiß, was läuft. Und es muss Klarheit hineinkommen, Licht. Mhm. Ja, und das ist auch das, wo wir glauben, dass der Herr uns beauftragt hat, dass Licht in das Ding kommt, Licht in die Finsternis, Licht in dieses ganze Konfuse, was da eigentlich läuft. Denn ganz offensichtlich sind dahinter ja diabolische Mächte. Ne? Angst, Sorge mhm. oder was auch immer. Ne, da sind Mächte von Manipulation, da sind Mächte von Unterdrückung, da sind Mächte von Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit ist, wenn Rechte ausgehebelt werden. Das ist absolute Ungerechtigkeit. Und da sitzen wir weltweit momentan in einer ganz eigentümlichen Situation. Wie gesagt, die gab es noch nie. Ne? So, und dann sagt der Herr, Achtung, ja, macht euch nicht eins mit der Sichtweise und den Befürchtungen der Welt, ja, was sie fürchten, ja, vor dem, was sie fürchten, fürchtet euch nicht. Das ist eine Anordnung. Ja. Und wie vorhin schon gesagt, ja, für jeden Tag des Jahres hast du die Aussage, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich yes. nicht. Und weißt du, was viele Christen machen? Sie fürchten sich. Und das ist genau das, weshalb Gott uns das immer wieder sagt. Weil der Feind versucht uns unter dieses Joch Amen. Von Furcht zu bringen, denn wenn ja. du unter Furcht bist, dann bist du ganz leicht zu steuern und zu manipulieren. Leute geben alles Mögliche drauf, wenn sie Angst haben, wenn sie Furcht haben. Nochmal, das war, hat uns auch schon mal ein, zwei Mal jemand angeschrieben, es geht nicht um eine gesunde Angst im Sinne von eines, ja. einem Instinkt, dass du sagst, Moment mal, da ist ein Hund, der kläfft, also da gehe ich nicht hin. Ja. Oder du hältst dein Kind fest, wenn ein Auto kommt, oder du merkst, da ist ein Abgrund, da trittst du zurück. Das ist so eine gesunde Angst, ja, im gewissen Sinne wie ein Instinkt. Darum geht es nicht. Es geht um diese diabolische Macht von Angst. Und ich denke, das sollte uns allen klar sein. Wir haben uns nicht zu fürchten, wie die Welt sich fürchtet. Das ist sehr bemerkenswert. Ja? Und das ist eine Anordnung Gottes, nicht eine Empfehlung. Weil wenn wir uns fürchten, sind wir schwach. Darüber hatten wir das letzte ja. Mal ja gesprochen. Ja? Das stimmt. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Und wenn du unter Furcht bist, dann bist du schwach. Dann bist du ein leichtes Opfer für den Feind. Und deshalb sagt der Herr, auf keinen Fall in die Falle von Furcht gehen. Wer Angst hat, kämpft nicht. Wer Angst Läuft hat, weg. Kämpft nicht. Ja, aber der Punkt ist, wir haben viele, viele Anliegen ja, ja. bekommen und es gibt viele, viele, ja. die mit Angst kämpfen. Ja, ja die mit dieser Bedrängnis kämpfen. Es ist also etwas, wo wir merken, es ist eine gewaltige Attacke von diabolischen Kräften, die das Volk Gottes wirklich bedrängen. Und deshalb sagen wir, wir wollen dafür beten, ja. aber gleichzeitig müssen wir wissen, es ist nicht normal oder automatisch, dass wir als Christen uns fürchten. Das gehört nicht dazu, das ist nicht part of the package. Ja, als erlöste Kinder Gottes brauchen wir uns nicht zu fürchten, egal wie bekloppt die Situation aussieht. Ja, sondern wir haben etwas, was ein völlig anderes Level ist, das Wort Gottes. Ja, was sie fürchten, ja, vor dem, was sie fürchten, fürchtet euch nicht. Und lasst euch nicht grauen. Gut. Und dann kommt diese interessante Aussage. Sondern verschwört euch mit dem Herrn der Heerscharen. Verschwört euch mit Yahweh Zebaoth. Verschwört euch mit Yahweh Zebaoth. Nun, was ist denn jetzt mit dieser komischen Verschwörung? Gemäß diesem biblischen Verständnis ist es ja das, da kommen Leute zusammen, die sagen, was hier läuft, ist nicht in Ordnung, von mir aus, weil da ein böser und ungerechter Herrscher ist, sondern wir machen eine Verschwörung, wir schwören uns gegenseitig Treue, so dass das ein richtiger Bund ist, ja, um eben gegen das System anzugehen. Und so eine Verschwörung ist hier gemeint, meiner Meinung nach. Verschwört euch mit dem Herrn der Herrscher. Das ist doch grandios. Wir leben in einer Welt, die gefallen ist, wo dunkel ist, wo überall Ungerechtigkeit, Bosheit, Krankheit, Not, Elend, alles Mögliche ist. Und der Herr sagt, hey, verschwört euch mit mir, verschwört euch mit dem Herrn aller Herrscharen, verschwört euch mit mir, wogegen denn? Um dieses böse System zu kippen. Und genau das ist das, was die Propheten immer wieder gesagt haben. Die haben gesagt, es kommt der Zeitpunkt, wo die Sachen sich verändern. Es kommt der Zeitpunkt, wo durch gewaltige Erschütterungen es zu einem Shift kommt und die Sachen sich komplett ändern. Und das habe ich hier gefunden. Also das war wirklich etwas, gestern Abend im Bett, ich hätte ja jauchzen können. Ich habe meiner Frau da richtig eine Predigt gehalten und die ist dabei eingeschlafen. Schlimm, ne? Ja, cool. Naja, ich hoffe, euch geht es nicht so. Gut, der Herr der Heerscharen, ja? Und dann geht es weiter. Den lasst eure Furcht und euren Schrecken sein. Amen.
Gottesfurcht als Amen. Antwort. Yes. Gottesfurcht ist die richtige Form von Furcht. Nicht die Furcht vor dem Blödsinn der Welt, sondern die Furcht vor dem Herrn. Denn er ist derjenige, den wir zu fürchten haben. Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit. Gottesfurcht ist das, was die Bibel sagt. Das sollen wir haben. Ein gesundes Verständnis, wer Gott ist. Und wir sollen uns mit ihm verschwören, einen Bund machen, um gegen dieses System der Welt anzugehen. Da bin ich dabei. Ja? Da sind wir dabei, weil wir sagen, das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen sehen, dass das Reich Gottes kommt. Wir wollen sehen, dass die Mächte der Finsternis, die aller Orten ihren fröhliche Urstände da machen. Also wir wollen es jedenfalls erledigen. Wir wollen vorangehen. Wir wollen sehen, dass Gerechtigkeit aufgerichtet wird, dass Menschen gerettet werden, dass Leute geheilt, befreit werden und so weiter. Dass dieser Wahnsinn, ja, der momentan tobt, zurückgedrängt wird, ja, von diesen entfesselten Mächten der Bosheit. Und das ist durch Licht und das Vorankommen des Reiches Gottes. Und damit sollen wir uns verschwören. Wir sollen uns mit dem Herrn eins machen. Wir sollen sagen, jawohl, ich bin auf der Seite des Lichtes, die vorangeht gegen diese Machenschaften des Bösen. Und das fand ich hier wirklich richtig, richtig grandios. Ja? Also, mit dem Herrn selbst, mit dem König der Könige, mit dem Herrn aller Herren, dem Herrn der Heerscharen eine Verschwörung machen. Und dann bist du auf jeden Fall auf der Siegerseite. Yes. Ne? Gut. Es geht dann hier weiter bei Jesaja. Da sagt er, also der Herr, ne, der Herr Zebaoth, er wird ein Fallstrick sein und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, das kennen wir ja, das hat Jesus von sich auch gesagt, für die beiden Häuser Israel. Also damit ist gemeint Israel, das Nordreich, und Juda als das Südreich zu der Zeit von Jesaja. Und steht für das religiöse System, ganz allgemein. Ja, es ist tatsächlich, wenn der Herr wirklich kommt, dann ist das religiöse System, möchte ich mal sagen. Ja, das Ganze, was als Religion im Christentum ist, ja, dieses Tradition. Ja, Tradition und alles, was dazugehört, im negativen Sinne verstanden, ja, ohne da in irgendeiner Weise eine Aussage machen zu wollen, sonst dieses ganze negative religiöse System, wo Leute unter Werkgerechtigkeit sind und was nicht alles, ja, das, ja, wird, wenn der Herr kommt, dann wird er ein Fallstrick sein, ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses. Das war genau das, was bei Jesus passiert ist. Das religiöse System mit den Pharisäern und Sadduzäern ist heiß gelaufen. Ansonsten, die Leute in der Welt waren happy. Aber da ist er wirklich mit in Konfrontation gekommen. Ja. Und das ist das, was der Herr hier sagt. Ein Fallstrick und eine Schlinge für die Bürger Jerusalems, dass viele von ihnen sich dran stoßen, fallen, zerschmettert, verstrickt und gefangen werden. Ja? Das heißt, wenn jemand wirklich, wirklich mit Gott unterwegs ist, also wenn er eben so eine Verschwörung mit dem Herrn gemacht hat, wenn er ihm den Treueeid geschworen hat, sag ich mal, ja, einfach sein Herz ihm gegeben hat, die ganze Hingabe völlig, ne, dann wirst du erleben oder hast vielleicht sogar schon erlebt, dass du mit dem religiösen Establishment häufig auf Konfrontation kommst. Häufig knirscht das. Ja, genau, und ich denke, das hier ist etwas, wo dieser Vers von spricht. Gut, dann geht's weiter. Ich, jetzt spricht Jesaja wieder, soll verschließen die Offenbarung, versiegeln die Weisung in meinen Jüngern und will hoffen auf Jahwe, der sein Antlitz verborgen hat vor dem Hause Jakob und will auf ihn harren. So, das heißt, in der damaligen speziellen Situation, in der Jesaja dieses Wort bekommen hat, war es so, Gott wollte damals dem Volk, was so abgöttisch gelebt hat, kein prophetisches Wort zukommen lassen. Ja? Er hat gesagt, er gibt ihnen diesen prophetischen Zuspruch nicht und deshalb sollte das bei Jesaja und seinen Jüngern, Kindern, was auch immer, wie versiegelt sein. Und hier verwendet er zwei Worte, Offenbarung und Weisung. Mhm. Offenbarung und Weisung. Dann geht es weiter, siehe, hier bin ich und die Kinder, die mir Jahwe gegeben hat als Zeichen und Weissagung in Israel. Von Jahwe Zebaoth, Herr der Herrscher, der auf dem Berg Zion wohnt. Was ich hier wiederum interessant finde, ist, dass er sagt, Jesaja, ich und die Kinder oder diese Jünger oder was auch immer, ist ein bisschen unklar hier formuliert, ja, die Leute, die mit mir sind, wir sind ein Zeichen und eine Weissagung. Das ist auch interessant. Das Volk Gottes ist ein Zeichen. Yes, amen. Das Volk Gottes steht für prophetische Weissagen für die Wahrheit. Es steht für das Licht. Es ist einfach da. Ja? Gut. Und jetzt wendet sich das Ganze und jetzt wird es spannend.
Dann sagt Jesaja, nämlich die Leute aber, die Leute in der Welt, die Leute vom Volk, ne, die sagen, wenn sie aber zu euch sagen, ihr müsst die Totengeister und Beschwörer fragen, die da flüstern und murmeln, so sprecht, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen oder soll man für Lebendige die Toten befragen? Weißt du was? Deutschland, oder was weiß ich, wahrscheinlich die ganze Welt, aber Deutschland auch, ist gefüllt mit Okkultismus, ist gefüllt mit esoterischen Quellen. Die Leute suchen sonst wo nach irgendwelchen Informationen, nach irgendwelchen Quellen. Ja? Bei YouTube da, wir bewegen uns in eine neue Bewusstseinsphase hinein, ja, und sowas. Das ist alles dieses Zeitalter des Wassermanns, New Age, was weiß ich, was sie da aufgebrüht haben. Es ist eine Fülle von irgendwelchen abstrusen Quellen, okkulten Quellen, ja, Wahrsagerei, Astrologie und so weiter, wo es darum geht, was passiert, wie kann ich mich verhalten in dieser Situation. Die Leute sind verzweifelt, die Leute sind irritiert, die Leute sind in Unruhe und sie suchen irgendwo eine Antwort und sie wenden sich an irgendwelche Quellen, die da sind. Und das sind zum guten Teil okkulte Quellen. Das kriegen du und ich nicht so mit, weil wir uns im christlichen Kontext befinden. Aber wenn du mal über den Tellerrand siehst, dann wirst du sehen, dass Millionen von Menschen in genau diesen Gewässern fischen, ja, um irgendwie da Informationen zu bekommen. Es ist ja auch eine tiefe Sehnsucht da nach anderem, nach Übernatürlichem, absolut, nach Sinneserfahrungen und nach diesen ganzen Dingen. Und ich glaube, dass es da auch in gerade diesen Krisenzeiten, die wir jetzt erleben, dass es gerade da diesen Zug gibt nach, ich möchte wissen, wie das hier weitergeht, Offenbarung, okkulte Voraussagen. Ich habe gelesen auch, dass gerade diese okkulten, wie nennt man die, Horoskope, dass das im Moment richtig in die Höhe schießt, weil die Leute nicht mehr wissen, aus welcher Quelle soll ich denn für meine Zukunft, für meine Familie und was immer, wo soll ich eine Antwort herkriegen? Und das ist genau das, was dieser Text beschreibt. Genau. Sollen wir nicht die Beschwörer befragen? Genau. Ja. Die Totengeister, die ganzen okkulten Dinge, mit denen Menschen sich auch beschäftigen. Und weißt du was, es ist so leicht, in dieses okkulte Ding reinzukommen, auch wenn du siehst, welche Literatur angeboten wird, welche Filme angeboten werden. Absolut. In den ganzen Disney-Filmen, in Zeichentrickfilmen, in Büchern. Es ist so, Zaubern wird leicht gemacht. Weißt du, das, die ganze Kinderliteratur. Genau, das wirkt immer so, so nett und so, dann noch ein witziges Figürchen. Aber dahinter steckt eine todernste und todbringende Absicht. Ja, absolut. Also das Volk hat sich eben nicht an Gott gewandt, sondern hat sich an okkulte Kräfte gewandt. Ne? Ja. Und dann sagt er hier, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Ja, Gott steht zur Verfügung, wir können ihn fragen. Amen. Er ist da, ja. Oder soll man für Lebendige die Toten befragen? Und dann kommt eine grandiose Aufforderung, also das liebe ich. Ja, das habe ich in meiner Bibel echt fett unterstrichen. Hin zur Weisung und hin zur Offenbarung. Amen. Amen dazu. Yes. Ja, hin zur Weisung und hin zur Offenbarung. Yeah. Ja, wir müssen uns nach dem ausstrecken, was an Offenbarung und an Weisung vom Herrn kommt. Wir müssen aufpassen, woraus ziehen wir unsere Informationen. Ja, wir müssen aufpassen, was ist die Quelle, woraus wir unser Zeug rausholen. Ehrlich, wir müssen uns disziplinieren und sagen, Moment mal, ist das wirklich etwas, was gut ist und wohllautend und mich aufbaut, oder ist das irgendwas? Ne? Und das Problem ist, da wir das nicht wissen, weil so vieles eben so im Nebel ist, müssen wir uns disziplinieren, müssen sagen, wir müssen auf den Herrn schauen, wir müssen zur Weisung und zur Offenbarung. Und weißt du was? Das sind genau die beiden Worte, die ich vorhin oben hatte. Ja? Wo Jesaja sagt, er soll diese Offenbarung und diese Weisung soll versteckt sein, soll versiegelt sein. Ja? So, und das ist dennoch das, was freigesetzt sein muss und was auch freigesetzt ist. Amen. Wir leben nicht in der Situation wie damals hier bei dem Volk Israel damals, sondern wir leben in einer Zeit, wo der Messias gekommen ist und wo eine völlig andere Situation ist. Das stimmt. Hin zur Weisung und hin zur Offenbarung. Das ist das Wichtigste, was eigentlich ich heute zu sagen habe. Hin zur Weisung und hin zur Offenbarung. Wir müssen
auf den Herrn schauen, wir müssen uns von ihm sagen lassen, was dran ist. Deshalb, lies die Bibel, lies die Bibel, lies die Bibel. Es ist die wichtigste das Wichtigste, was wir machen können. Das nichts baut deinen Geist mehr auf. Ja? Und weißt du was? Viele, viele, viele Leute haben durch Endzeitliteratur oder Romane, die ganzen Sachen, die es da gibt, die haben ein Bild gemalt bekommen, wie sowas sein könnte. Und sie denken, dieses Bild ist das, was die Bibel beschreibt. Und ich sage dir eins, Irrtum, euer Gnaden. Lest die Bibel wirklich. Schau sie dir wirklich an. Lese es mal durch, die Offenbarung. Kümmere dich doch mal darum und schau mal, was da wirklich steht. Das andere ist eine Fiktion, das ist ausgemalt, das ist ein Roman, wo irgendwas da dargestellt worden ist. Das ist nicht die Wahrheit. Du musst wirklich schauen, was sagt die Bibel denn wirklich? Ja, als wir auf der Bibelschule waren, hat der Leiter immer den Spruch drauf gehabt, nichts wird deine Theologie mehr erschüttern als ein einfaches Bibelstudium. Und das ist die blanke Wahrheit. Ja. Ja? Gut, hin zur Weisung und hin zur Offenbarung. Halleluja. So, jetzt wird's ernst. Werden sie das nicht sagen? Also wenn das Volk sich in ihrem Okkultismus da bedient und das nicht sagt, dass sie sagt, okay, ich gehe zum Herrn, hol mir da die Information. Werden sie das nicht sagen, wird ihnen kein Morgenrot scheinen. Das heißt, sie werden in der Nacht bleiben. Es wird kein Morgenrot kommen. Sie werden in der Nacht bleiben. Sie bleiben im Dunkeln. Warum? Logisch, weil sie sich mit dem okkulten Dreck beschäftigen. Ja. Wenn sie sich nicht von Gott die Informationen holen, bleiben sie in der Finsternis. Also das ist völlig klar. Ne? Völlig logisch. So wird ihnen kein Morgenrot scheinen, sondern sie werden im Lande umhergehen, hart geschlagen und hungrig. Der Okkultismus lässt die Leute hungrig. Yes. Sie werden nicht zufriedengestellt. Sie haben immer noch dieses große Sehnen. Es wird nie sie zufriedenstellen. Der Esoterik ist nie eine Antwort, die Leute zufrieden macht. Es muss immer weiter, 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 weiter gehen. Wirkliche Zufriedenheit kannst du nur bei Gott finden. Er ist derjenige, der all deinen Bedarf ausfüllt. Ja? Also nochmal, hin zur Weisung, hin zur Offenbarung. Werden sie das nicht sagen, so wird ihnen kein Morgenrot scheinen, sondern sie werden im Land umhergehen. Hart geschlagen und hungrig. Es geht ihnen richtig miserabel, es geht ihnen schlecht. Ja? Weil sie nicht sich nach dem ausstrecken, was der Herr sagt. Und wenn sie Hunger leiden, werden sie zürnen und fluchen ihrem König und ihrem Gott. Und sie werden über sich blicken und unter sich die Erde ansehen und nichts finden als Trübsal und Finsternis. Denn sie sind im Dunkel der Angst und gehen irre im Finstern. Das heißt, die Leute sind in echter Bedrängnis, in echter Not. Hier heißt es ja, sie werden fluchen ihrem König und ihrem Gott. Da ist schon mal die Frage, wer ist das? Ist das jetzt der Herr? Ist das jetzt in dem Fall ihr Gott, wenn sie mit Okkultismus beschäftigen oder nicht? Also das ist, kannst du mal zumindest ein Fragezeichen dahinter machen. Ja? Sie werden ihrem Gott und ihrem König fluchen. Aber auf jeden Fall bleiben sie und sie finden nichts als Trübsal und Finsternis. Das ist ja logisch. Ja. Ohne Gott findest du nichts als Trübsal und Finsternis. Es gibt nichts anderes. Ja. Wenn du Gott ablehnst, bleibt Trübsal und Finsternis. Elend und Not und der ewige Tod. Ja? Denn sie sind im Dunkel der Angst. Dunkel der Angst. Das ist der Punkt. Ist das. Im Dunkel der Angst. Ja. Und das ist das, was Millionen, Millionen, Millionen Menschen weltweit erfahren. Dunkel der Angst. Das ist auch etwas, was wir gelesen haben, was auch die Kinder Gottes betrifft. Dass sie in Angstzuständen sind, unter Panikattacken stehen und wo diese Dunkelheit der Depression nach den Kindern Gottes greift. Und wenn das deine Situation ist, wir wollen gleich dann auch dagegen stehen und dagegen angehen, weil es Mächte der Bosheit sind, Mächte von Angst und Sorge, die nach deinem Leben greifen und dir dein Land wegnehmen wollen. Und das ist unser Ziel bei diesen, auch bei, für diesen Text. Genau. Sie sind im Dunkel der Angst und gehen irre im Finstern. Und ich glaube, dass das eine Beschreibung der Situation momentan ist, wie sie vielleicht noch nie hier bei Jesaja irgendwo getroffen hat. Ja, das ist die jetzige Situation. Im Dunkel der Angst und die Leute gehen im Finstern irre. Ja, sie sind nicht richtig geführt. Keine Orientierung. Weil sie brauchen diese Offenbarung, sie brauchen diese Weisung, sie brauchen diese Klarheit vom Herrn. Und wir brauchen das auch. Wir brauchen jetzt ein Reden Gottes. Wir müssen wissen, was ist jetzt dran? Wie geht es jetzt weiter? Ist das jetzt das Ende der Welt? Ja? Ist jetzt der Start der Trübsal? Oder was läuft gerade hier? Was ist denn eigentlich los?
wir müssen die Informationen haben. Und es gibt einen Haufen Leute, die alle möglichen abstrusen Theorien auch draußen aufstellen. Und du musst auch da immer wieder mit dem Heiligen Geist connecten und sagen, was ist da wirklich dran? Was passiert hier wirklich gerade? Ist das wirklich richtig, was da gesagt wird? Und so weiter. Wenn du dich damit ein bisschen weiter beschäftigen möchtest, dann empfehle ich dir Psalm 107 ab Vers 9. Da geht es nämlich um das ganze Thema ziemlich genauso, von ein bisschen anderem Blickwinkel, sehr, sehr, sehr gut zu lesen. Psalm 107, ganz stark. So, und jetzt hier bei Jesaja geht es weiter. Jetzt kommt ein super Wort. Ein super Wort. Kennt ihr alle? Doch. Ja. Doch heißt es. Aber. Doch, ja. Oder aber. Oder dennoch. Aber über dir. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Halleluja. Yay. Das ist wirklich das Gute. Nachricht. Das ist die gute Nachricht. Ja. Die Leute sind im Dunkeln, die Leute sind in Angst, die Leute sind in Verzweiflung und in ihrem ganzen bekloppten Okkultismus haben sich noch mehr in die Finsternis bewegt. Aber es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Amen. Das ist das, wo wir glauben, dass Gott das sagt. Und das sagt er auch zu unserem Volk. Und das sagt er über unsere Nation. Das sagt er über Österreich, Liechtenstein, die Schweiz. Und das sagt er über ganz Europa. Und wahrscheinlich noch mehr. Er sagt, hey, es wird Licht kommen. Es wird nicht dunkel bleiben. Der Morgen kommt, die Sonne geht auf. Und das ist auch ein Bild, was prophetisch immer wieder vorkommt. Die Sonne geht auf, es kommt Licht. Und deshalb beten wir auch für Licht, eben in diesen ganzen Machenschaften, die da sind. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Jesaja hat dieses richtige üble Bild, wie die Leute da in der Finsternis sind. Und er dachte, hey, 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 es kommt Licht, es kommt Licht. Was kommt denn für ein Licht? Das Licht des Reiches Gottes. Wer ist das Licht? Das sind du und ich, in denen der Geist Gottes lebt. Yes. Die in Position kommen, die vorwärts kommen. Ja? Weil der Herr seine Herrlichkeit zeigt. Weil einfach das Licht aufgeht. So, jetzt geht es hier weiter bei Jesaja mit einem kleinen Schwenker. Da geht es um das Land Galiläa, da heißt es, hat er in früherer Zeit in Schmach gebracht das Land Sebulon und das Land Naphtali, so wird es hernach zu Ehren bringen, den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Das heißt, was er hier beschreibt, ist Galiläa, wo Jesus gekommen ist, als Messias gekommen ist in Nazareth. Das ist genau diese Region, Sebulon, Naphtali, also was damals bei der Landeinnahme an die verschiedenen Stämme aufgeteilt worden ist. Ja, das war der Wirkungsort Jesu. Yes. Jahrhunderte später. Ja? Und genau diese Aussage, diesen Vers, den findest du aufgegriffen, wenn du das aufschreiben möchtest, in Matthäus 4, von Vers 3 bis 16, da geht es genau um diese Aussage, wo gesagt wird, Jesus ist genau dahin gekommen, damit dieses Wort sich hier erfüllt. Das Matthäus 4, das war etwas, was Jesaja gesehen hatte und was auf den Messias hingewiesen hat, eine messianische Verheißung. Ne? Gut, und genau da in der Region eben, da kommt das Licht, der Messias, Halleluja, das ist die Wahrheit. Und dann kommt eben diese grandiose Stelle, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Ja. Und das ist es. Die Menschen wandeln im Finstern und das Licht kommt trotzdem. Amen. Es kommt ein großes Licht. Der Herr hat immer wieder gesagt, es kommt ein großes Licht. Über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Amen. Weißt du was? Die Menschen wohnen im finsteren Lande. Ja. Die wohnen in Finsternis. Das heißt, die haben ihr Lebtag lang nichts anderes gesehen, außer dieser elenden Finsternis. Die wohnen in Finsternis, die wandeln in Finsternis, die leben in Finsternis und dann auf einmal scheint es hell. Ja. Was ist das? Das ist das Hervorkommen des Reiches Gottes. Ja. Und das ist das, was wir zutiefst überzeugt sind, was Jesus in Matthäus 24 sagt, wenn er sagt, dass alle Nationen ein Zeugnis haben werden vom Reich Gottes, vom Evangelium des Reiches Gottes. Das Reich Gottes wird so zu erkennen sein, dass die Leute ein Zeugnis haben, dass sie wissen, wie Reich Gottes ist. Die Menschen sehen, wie Reich Gottes ist. Sie verstehen, wie Reich Gottes ist. Sie haben eine Offenbarung darüber, was das ist. Die sagen, ich habe ein Zeugnis. Weißt du was? In Deutschland, ich würde mal sagen, mindestens 80 Millionen Leute haben überhaupt kein Zeugnis vom Reich Gottes oder vom Christentum. Ja? Die haben irgendeine negative Vorstellung. Aber ein Zeugnis, dass sie sagen, ja, so ist Gott, das tut er und so weiter, haben die nicht. Das ist noch nicht erfüllt, die Verheißung in Matthäus 24. Das muss noch kommen. Aber das kommt dann, wenn das Licht aufgeht. Das kommt dann, wenn hier auf einmal es hell wird. Und deshalb sind wir in diesem ganzen Endzeit-Szenario begeistert, weil wir glauben, wir bewegen uns als Volk Gottes in die größte Zeit hinein, die man sich überhaupt noch vorstellen kann. Du wächst lauten Jubel.
Du machst groß die Freude. Yes, Halleluja. Amen. In dieser ganzen verrückten Situation können wir, weil wir wissen, das Reich Gottes kommt, können wir jubeln, können wir uns freuen. Das ist genau das, was Jesus sagt. Wenn das passiert, ja, erhebt eure Häupter, eure Erlösung naht. Ja? Mhm. Das steht in Matthäus 24, wenn du es suchst. Ne? Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude, groß die Freude. Da ist Finsternis und das Licht kommt und auf einmal ist alles anders. Und das ist das, was wir glauben, aufgrund von zahlreichen prophetischen Aussagen, dass das auf uns zukommt. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte. Das ist Endzeit. Ja? Ja. Wenn du dir anguckst, Jesus gebraucht ja die Gleichnisse und dann spricht er manchmal auch von der Endzeit. Ja, und dann heißt es an einer Stelle, da sagt er mit dem Unkraut und dem Weizen, was zusammen aufwächst, dann sagt er, die Ernte ist das Ende der Welt. Die Ernte ist das Ende der Welt. Ja? So, Ernte. Und das ist wirklich cool. Es gibt immer Leute, die sagen, nee, das Ende der Welt ist der Abfall. Mhm. Ja? Aber vor dem Abfall, ne? Jesus sagt, Ernte, Ernte. Und die Engel sind die Schnitter. Und das ist genau das, wie man sich freut in der Ernte. Wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Ne? Ja. Beute. Was denn für eine Beute? Na, das, was er hier vorhin gesagt hat mit der Verschwörung. Ja? Da sind eben die in der Finsternis und die Machthaber der Finsternis, die Mächte, die Gewalten und so weiter, der Bosheit, ja, die Fürstentümer, die eben mit Angst, Sorge oder was auch immer die Menschen bedrückt haben. Und die werden einfach besiegt durchs Licht, ja, durch die Wahrheit, durch das, was kommt. Und das ist so grandios. Ja? Und deshalb kann man sich freuen, wie wenn man Beute austeilt, man hat diesen Feind besiegt, weil der Herr hat mit uns sich verschworen, das Licht kommen zu lassen und sein Reich kommen zu lassen. Und wir können mit dieser Armee des Siegers vorwärts gehen. Verstehst du das ganze Bild? Ich finde das so grandios. Und dann bringt hier Jesaja noch weiter, das ist Kapitel 9. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, Amen, wie am Tage Midians. Wie gesagt, das ist eine separate Predigt. Denn, nochmal, denn, jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Also Amen, diese dämonischen Mächte, diese Kraftarten, diese Bosheit, dieses Zerstörerische, es wird selber vernichtet, es wird verbrannt. Durch was? Durch das Feuer des Heiligen Geistes. Yes. Ja? Und dann kommt eine Stelle, die kennst du garantiert. Denn uns ist ein Kind geboren. Ja. Das wird ja häufig so auf Weihnachten gedreht, aber das ist wirklich stark. Uns ist ein Kind geboren. Was denn? Das Licht, der Messias, der kommt. Uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Das heißt, er hat die Last der Herrschaft, die trägt er. Ne? Die ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält ewig Vater, Friede fürs. Yes. Wunderrat, in einer Übersetzung heißt es Planer der Wunder. Der Wunder. Planer der Wunder. Ne? Gott hält ewig Vater, Friede fürs. Auf das seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids in seinem Königreich, das erst Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Yes. Bis in Ewigkeit. Verstehst du, hier geht es um kein Ende, um Ewigkeit, sein Königreich, seine Herrschaft. Hier geht es darum, dass der Herr, der als Baby gekommen ist, irgendwann seine Herrschaft, seine Position eintritt, dass er irgendwann anfängt, seine Autorität auszuüben, im Natürlichen, ja, und hier ein Friedensreich aufrichtet, was kein Ende hat. Und das ist das, was du in der Offenbarung auch liest. Es kommt, weißt du, die Leute denken immer, die Offenbarung, da geht es nur um Antichrist und seinem Gespöks und die Katastrophen. Mhm. Ja, ja, natürlich geht es darum. Aber es geht vielmehr darum, dass das Reich Gottes die Herrschaft übernimmt, durch schmerzhafte Prozesse, Geburtswehen, Plagen, was auch immer. Aber es kommt etwas Geniales hervor. Siegreich. Und, ja, es kommt die Söhne und Töchter Gottes hervor. Das Reich Gottes kommt hervor unter der Herrschaft des Messias. Ne? Gut. Und dann heißt es hier zum Abschluss, Vers 6, solches, also all das, solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Jahwe Zebaoth, der Herr der Herrscher. Solches wird tun.
all das für tun. Was heißt das denn? Das heißt, dass das Licht kommt. Das heißt, dass die Mächte der Finsternis überwältigt werden. Das heißt, dass auf einmal Freude da ist, dass auf einmal Jubel da ist, dass auf einmal das Licht hell scheint über denen, die in der Finsternis wohnen und leben und drin hocken und so weiter. Ja, und dass es einfach eine völlige Shift gibt. Das, was eben hier in Dunkel und Angst war und die gingen irre in Finstern und so weiter, es wird sich verändern, weil Gott etwas tut in seinem Eifer. Warum? Weil er nicht will, dass die Menschen zu Millionen, Millionen, Millionen zur Hölle fahren, Amen. Sondern er hat keinen Gefallen am Tod des Gottlosen. Er will, dass die Leute gerettet werden. Deshalb ist doch Jesus gekommen. So, es gibt so viele Christen hier, ich find's zum Kotzen. Ja, ehrlich. Die sagen, es gibt nur eine ganz kleine Herde und was ist mit den anderen Menschen, ist doch wurscht. Wir werden gerettet. Und der Rest, der mag doch in der Verdammnis umkommen oder sonst was. Ich finde das so abartig, unbarmherzig und krank. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich finde es richtig, richtig falsch. Hey, oder diese Ansicht, dann geht's den Gottlosen endlich mal an den Kragen. Leute, das ist wirklich nicht der Fokus, den wir als erlöste Kinder Gottes haben sollten. Wir waren selber gottlos, die wir in Sünde waren. Wir selbst, jeder von uns, musste gerettet werden durch das Blut Jesu, durch seine Vergebung. Das ist nicht so, dass wir sagen könnten, ja, jetzt kriegen sie endlich mal das, was sie verdient haben. Das sollte nicht unser Denken sein. Aber wirklich. Ja. Ja, sondern wir glauben, dass Ernte dran ist. Ernte, wo die Menschen gerettet werden, in die Scheunen Gottes, wie man so schön sagt, kommen. Ja. Wir glauben, dass das Licht kommt und dass die Leute überhaupt erstmal die Möglichkeit haben zu sehen, wo sie gerettet werden können. Ja. Ja? Wir glauben, dass die Leute sind nicht, wie soll ich mal sagen, reif für die Verdammnis, alle um uns herum. Nicht. Nein, das sind völlig nette, normale Leute. Die Frau im Supermarkt an der Kasse, mit der du lächelst, der Postbote und sonst was. Deine Nachbarn, echt normale, super nette Leute. Nicht immer nett, aber auch nett. Ja, aber manchmal schon netter als, lassen wir das. Netter als mancher Verwandte, sagen wir es mal so. Ja, so, der Herr will, dass die gerettet werden. Amen. Er will, dass überhaupt Menschen gerettet werden. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Ja. Ja? Und er sagt, zum Ende hin wird jedes Land ein Zeugnis haben vom Reich Gottes. Und das ist das, dass die Leute sehen, wie Reich Gottes aussieht. Dass die Leute sehen, es gibt Rettung und Heilung und Erlösung und Befreiung und all diese Dinge. Ja. Und das, glauben wir, kommt auf uns zu. Und da hat dieser Bibelabschnitt hat extrem zu mir gesprochen. Ich fand das so bewegend für mich. Und für mich zumindest war es etwas, wo ich sage, das spricht in meine Situation rein. Es gibt bestimmt Leute, die sagen, das ist theologisch alles ganz anders zu verstehen. Ist mir wurscht. Für mich war das so, dass der Herr zu meinem Herzen gesprochen hat. Ja, und das ist das Wichtige. Und das ist das, was wir lernen müssen, Martin. Dass wir das Wort Gottes lesen und ihn fragen, Herr, was willst du mir sagen? Ja. Denn nur dann wird es dir zur Speise. Weißt du, viele Leute lesen die Bibel vom Verstand her und machen sich die theologischsten Abrisse, wie das zu verstehen ist und was man daraus deuten kann oder so. Aber verstehst du, du musst eine persönliche Herzensberührung haben, dass das Wort Gottes persönlich in dein Leben spricht, damit du aufgebaut wirst. Es wird dir nicht reichen, in deinem Leben vom Verstand her das Wort Gottes zu lesen oder zu hören oder wie auch immer. Denn dann wirst du sagen, das lebt in mir nicht und ich finde das immer so schwierig und ich habe überhaupt keinen Spaß an diesen ganzen Sachen. Das macht mir irgendwie immer nur Stress. Bibellesen sollte dir keinen Stress machen. Sondern beim Bibellesen ist es so, dass du das Reden des Heiligen Geistes hören kannst. Dass er so in dein Herz spricht, dass es dich aufbaut. Dass es vielleicht auch deine Denke über Gott und über den Sohn Jesus und über den Heiligen Geist verändert, bestärkt, erneuert, wie auch immer du das brauchst. Und deswegen finde ich das gut, wenn du sagst, das hat mich so angesprochen und ermutigt. Das ist ja das mit dem Rhema-Wort. Du hast zum einen das Logos, das Wort, also einfach eher im positiven Sinne, ganz positiv, aber eben das Wort, wie es da steht, ja. Also richtig quasi wissenschaftlich zu untersuchen, das Wort. Aber das Rhema-Wort ist, wenn der Heilige Geist dieses Wort für dich
zu einer Wahrheit macht und du glaubst es und du weißt, das gilt für mich. Ja. Nehmen wir mal beispielsweise die bekannte Aussage, ich werde leben und nicht sterben, sondern die Werke des Herrn verkündigen. Wenn der Heilige Geist zu jemand, der in großer körperlicher Not ist oder in Bedrängnis ist oder sowas, dieses Wort lebendig macht in seinem Herzen und er weiß, das ist es. Das hat Gott mir gesagt. Der Herr zu mir gesagt. Dann ist das ein Wort, das kann Leben retten. Ja, und das hat schon das Leben von Hunderten, wenn nicht von Tausenden Christen gerettet. Absolut von überzeugt. Und das ist ein Rhema-Wort. Das heißt, das ist auf einmal für dich lebendig geworden. Vielleicht hast du schon 50 Mal gelesen und es war nur so. Und auf einmal merkst du, hey, das spricht für mich. Ich kenne die Bibelstelle auch schon länger. Aber auf einmal habe ich gemerkt, Mann, das ist ja genau das, was für mich in diese verrückte Situation hineinspricht. Ich hatte... ist schon eine ganze Weile her, da hatte ich darüber gesprochen in einer großen Gemeinde, so in dem Intro von dem Gottesdienst, und mir fiel ein Wort aus dem Psalmen ein, das hieß, wir sind durchs Feuer und durchs Wasser gekommen, aber du hast uns an einen Ort des Überflusses gebracht. So, dieses Wort fand ich so total, und in meinem ersten Lesen, in meinem ersten Fokus, war ich natürlich nur an den Ort des Überflusses gekommen und dachte, oh, das ist so toll, der Herr bringt uns einen Überfluss und schön und toll. Und ja gut, naja, also durch Feuer und Wasser, das wusste ich auch aus den Situationen, die wir erlebt hatten, wusste ich schon, wie Feuer und Wasser sich im normalen Leben anfühlen kann. Und wir sind durch Tiefen gekommen. Manchmal habe ich gedacht, hört das denn nie auf? Wir sind in Existenznöte gekommen, dass ich dachte, wie geht das weiter? Wir sind durch Krankheiten und alle solche Dinge, ist ja wurscht jetzt. Aber das war wirklich Feuer und Wasser. Und ich habe dann gesprochen darüber, über diesen Vers, und dann habe ich gesagt, ja, das wäre ja ganz schrecklich, wenn das jetzt hier aufhören würde und nicht da stehen würde, aber du hast uns an einen Ort des Überflusses gebracht. Ja. Und dann war ich voll abgehoben in dem Überfluss. Wir fahren von diesem Gottesdienst nach Hause, und noch während der Autofahrt bekommen wir eine zutiefst schwere Nachricht aus unserer direkten Familie. Wirklich Feuer und Wasser zusammen, total verbrannt und kurz vorm Absaufen, so habe ich mich gefühlt. Und da war nichts mehr in mir, oh, der Herr bringt dich an den Überfluss. So, und da habe ich wirklich auch gespürt, dass das Wort Gottes Realität in meinem Leben ist und dass ich eine Entscheidung treffen musste, mich an den Ort des Überflusses, an seine Quelle führen zu lassen. Ihr Lieben, das war für mich wirklich schwer. Vor mir, das wusste ich nicht, lag eine zutiefst schwierige und sehr herausfordernde Zeit. Es ist wirklich so gewesen, dass der Herr mich an diesen Ort des Überflusses gebracht hat. Das stimmt. Das ist mein Zeugnis. Aber der Herr prüft uns auch an unseren eigenen Worten. Das, was wir sagen, wird er in unserem Leben prüfen. Ja. Er wird es prüfen, ob du durch diese Prüfung. Genau. Ja. Was du vollmundig behauptest, wird er prüfen. Wie ernst du das meinst mit ihm? Wie sehr ist dein Herz wirklich bei ihm, wenn Situationen kommen, wo dir das Wasser bis zum Hals steht, so sagt man das ja umgangssprachlich, muss man eine Entscheidung treffen für den Herrn und sagen, Herr, ich weiß nicht, wie es geht, aber du wirst mich an den Ort des Überflusses bringen. Du wirst einen Weg für mich bahnen, wo ich keinen sehe. Und du wirst die Dinge, die ich für unmöglich halte, wirst du möglich machen, weil das ist eine Verheißung in dem Wort Gottes. Und ich klemme mich an diese Verheißung. Also wenn du jetzt durch Feuer und Wasser gehst, wenn dir jetzt im Moment das Wasser bis zum Hals steht, im wahrsten Sinne des Wortes, und so haben wir ja auch E-Mails bekommen, hey, im Moment geht es uns ganz schlecht und im Moment wissen wir nicht weiter und alle diese Dinge, treff eine Entscheidung und bete, dass der Herr dich an den Ort
des Überflusses bringen wird. Hast du den Bibelvers da? Den habe ich nicht da. Ich das ist aber schlecht. Ja, ich kann es im Moment nicht genau sagen. Ich glaube, Psalm 64. Also wenn es jemand von euch findet. Weil ich denke, das ist wirklich etwas, das kannst du jetzt prophetisch nehmen. Weißt du, was wir in Afrika gelernt haben, ist, dass Christen, wenn so etwas kommt, die sagen, ja, ja. I receive. Ja, ich nehme das, ich greife das, nehm das für mich. Die sagen, ich bin in einem Ort, wie du gesagt hast, verbrannte Erde, kurz vorm Absaufen. Ja, ja, ich fühle mich so. Ja, weil wir haben mehrere Mails bekommen, wo das Erbe blockiert ist, wo irgendwelche Leute oder sonst was das Erbe blockieren. Wir kennen das, das ist wirklich fürchterlich. Ja, wo Leute verrückte Sachen haben mit Häusern, mit dem Haus, mehrere Sachen mit Haus, wo du sagst, da geht es um ein paar hunderttausend Euro. Da sind nicht irgendwie ein paar kleine Schulden, die du hast, sondern da geht es richtig um die Existenz. Leute, die und um ein Haus nicht widerrechtliche können. Dinge, also nicht Haus wie, ich habe mir ein großes Haus gekauft und nun muss ich es leider bezahlen, das nicht. Sondern es sind ja Rechtsgrundlagen, die missachtet wurden und wo Leute wirklich um ihr Recht kämpfen. Genau. Ja. Und dann musst du, oder darfst du, sollst du in so etwas, in so einem Fall das nehmen, dieses Wort, diese Information, dieses Zeugnis und sagen, ja, das gilt für mich. Genau. Ich bin jetzt gerade im Wasser, ich bin jetzt gerade im Feuer, ich fühle mich gerade entsetzlich, aber ich nehme das für mich. Wenn der Herr das für Sigrid getan hat, dann kann er das für mich schon antun. Ja, das nehme ich für mich, I receive, ich klammer mich daran und sage, Herr, dieses Wort gilt für mich, dieses Wort ist für mich, ich dock mich da an. Yes. Und das ist im Grunde genommen die richtige Art, wie du, wenn du im Gottesdienst dabei bist, damit umgehst. Das geht nicht darum, dir die Birne voll zu machen mit irgendwelchen Informationen, sondern es geht darum, dass du im Glauben Dinge, Wahrheiten, die da kommen, ergreifst für dich und sagst, yes, ja, das ist es. Und ich glaube wirklich, ehrlich, dass einige von euch genau in dieser problematischen Situation sind oder vielleicht sind die Kinder in so einer Situation oder ein lieber Freund oder Arbeitskollege oder sonst was. Es hat ja keinen Namen, was das alles sein kann. Ja, das stimmt. Aber in so einer Situation, dass du sagst, jawohl, ich halte daran fest. Ich hab's. Amen. Psalm 66, Vers 12. Das heißt sogar, du hast Menschen über unseren Kopf reiten lassen. Wir sind ins Feuer und ins Wasser gekommen, aber du hast uns herausgeführt zum Überfluss. Halleluja. Genau das ist das. Ja. Herausgeführt, was? 66, Vers 12. Ja, Psalm 66, Vers 12. Ja, so, das ist ein, wenn das für dich zum Rema-Wort wird, dann kannst du durch die blödste Phase hindurchgehen und sagen, hey, der Herr wird mich in einen Überfluss bringen. Und es kommt der Zeitpunkt, da werde ich ein Zeugnis haben, wie der Herr mich durch diese Phase hindurch gebracht hat. Wie er uns auch durch alle möglichen verrückten Situationen und schwierigen Situationen, bedrängenden Situationen, lebensgefährlichen Situationen immer wieder gebracht hat. Eine lebensgefährliche Situation war, dass Sigrid mal fast in Jerusalem gestorben ist. Aber wirklich gestorben ist. Ja, nicht wirklich gestorben ist. Fast. Fast wirklich gestorben ist, ja. Ich sag doch Feuer und Wasser. Also es war nicht ein Unfall oder sonst was. Es war eine lebensbedrohliche Situation, die nur durch eine Not-OP dann gerettet werden konnte. In Jerusalem, ne? Ist auch schon mal was. Ist auch schon mal was. Aber fand ich jetzt mal erwähnenswert. Der Herr meinte nicht, dass ich in Jerusalem sterben sollte. Deswegen bin ich heute noch hier. Obwohl gestorben in Jerusalem klingt ja auch nicht schlecht. Nein. Okay. genau, also das war etwas, was mir wirklich damals und immer wieder noch zu denken gegeben hat und wo wir auch immer wieder noch in Situationen kommen oder kommen können, die wirklich sich so anfühlen, wie Wasser steht bis zum Hals. Und viele sind jetzt in diese Krisenzeit gekommen. Alle eigentlich. Und der eine erlebt es schlimmer als der andere. Aber es sind auch Zeiten und Herausforderungen in unserem Leben, die wir durchschreiten müssen. Und wo wir beispielsweise jemand, der sehr häufig zu einer Veranstaltung kommt, der ist einfach selbstständig und hält Seminare und so weiter. Bei dem ist innerhalb von jetzt auf sofort komplett die gesamte Existenzgrundlage weggebrochen. Ja, hier in Deutschland. Ne? Und das sind dann schwierige Phasen, wo du sagst, das ist echt, das ist wirklich etwas, wo das Wasser bis zum Hals steht. Also wie es im Deutschen auch so richtig treffend ausgedrückt wird. Und wir wollen uns Zeit nehmen, auch gerade für diese Situation zu beten. Ja, aber trotzdem gilt, was heute noch Bedrängnis ist, was heute noch quasi Hungersnot ist, was heute noch
aufgehaltene Dinge sind, heute noch nicht wirklich geöffnete Türen sind, gerade in diesen Rechtsangelegenheiten, Recht, was dir zusteht. Ich möchte auch noch mal da an dem Punkt sagen, sag nicht, na ja, wenn es dann halt so ist, dann will der Herr das vielleicht nicht. Pass mal auf, Rechtsdinge gibt es, weil sie gegründet wurden, damit Menschen in guten Umständen und Verhältnissen leben. Deswegen haben wir zum Beispiel in der Bundesrepublik ein Sozialsystem, was in anderen Ländern gar nicht existiert und was auch gar nicht so zu implementieren ist. Wenn du einen Rechtsanspruch hast auf etwas, dann solltest du dich dafür einsetzen, dass du zu deinem Recht kommst. Wenn du unrechtmäßig beschuldigt wirst, unrechtmäßig behandelt wirst, dann solltest du nicht sagen, na ja, dann halte ich eben die andere Backe hin und dann mache ich nichts und dann ist es eben so. Nein, ich sage dir mal was. Dein Recht steht vor dem Herrn. Natürlich sind deine Dinge in seinen Händen. Aber ich glaube nicht, dass wir einfach die Dinge laufen lassen sollten, sondern dass wir für unser Recht kämpfen sollten. Wenn du also Papiere fertig machen solltest, mach sie fertig. Wenn du einen Einspruch einlegen solltest, der dir zusteht, dann tust du das. Wenn du nochmal telefonieren musst mit irgendeinem Amt oder zweimal oder dreimal oder viermal, dann tu das. Denk mal an diese Story im Neuen Testament von der bittenden Witwe. Da wird ja immer gedacht, dass Gott der ungerechte Richter ist. Ich sag dir was, Gott ist kein ungerechter Richter. Ungerechtigkeit wirst du nie in Gott finden. Aber selbst der ungerechte Richter hat dieser Frau zu ihrem Recht verholfen und hat gesagt, oh, nicht, dass die schon wieder morgen kommt. Dann soll sie lieber ihr Ding haben. Und das sollte uns wirklich in diesen Rechtsangelegenheiten eine Hilfe sein, dass wir nicht einfach gleich klein beigeben und sagen, na ja, ist ja auch mühsam und da muss ich schon wieder zum Amt und da muss ich schon wieder und so. Nein. Naja, das hängt aber auch damit zusammen, dass es wirklich Leute gibt, die betrügen wollen und berauben wollen. Ja. Ja, der Feind ist ein Räuber und er will von den Christen das rauben, was ihnen auch rechtmäßig zusteht. Ja. Ja, in jeglicher Hinsicht. Also es geht nicht nur um Besitz, es geht auch um viele andere Dinge, ja, die der Feind rauben will. Mhm. Und man muss im Grunde genommen sagen, ich lasse mich nicht berauben, ich widerstehe dem Feind, ich halte an dem fest, was der Herr für mich hat. Das kann beispielsweise sein, deine Ehe. Es kann sein, dass da ein Feind kommt und die Ehe rauben will. Mhm. Und dann ist es gut, nicht im Natürlichen zu kämpfen und im Geist dagegen zu kämpfen und zu stehen, sondern ich werde dafür einstehen bei dem Herrn und ich werde mein Ding vor ihm bringen und das lasse ich nicht zu, dass mir hier mein Innerstes und Wertvollstes und sowas geraubt wird und sowas. Und da müssen wir Christen viel mehr lernen als bisher. Wir sind nicht die Opfer, sondern wir sind die Leute, die vom Herrn ausgesehen werden als Könige, Priester und Propheten, als Gesandte und wir müssen unsere Position einnehmen. Ja. Ja? Da haben wir, denke ich mal, oft noch was zu lernen. Bevor wir jetzt auch nochmal zu den Gebetsanliegen kommen, für die wir uns ja auch Zeit nehmen wollen, ich will nochmal ganz zu Anfang diesen Vers vorlesen aus 2. Korinther 10, 3 bis 5. Der soll die Grundlage sein, von der wir ausgehen, um im Gebet zu kämpfen. Bevor wir überhaupt unser Schwert, unseren Helm, unseren, die Waffenrüstung anziehen, müssen wir wissen, auf welcher Grundlage stehen wir denn? Was, wo drauf? Und diese Verse, die sprechen darüber. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, also wir leben ja Fleisch, ja? Obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch.
Also du schlägst in dem Sinne nicht auf Menschen ein, sondern du attackierst im Gebet als erstes die Mächte der Bosheit, die dahinter stehen. Das ist das, was Martin richtig, meint. Ja. Dass du wissen musst, es geht hier um Raubzüge. Der Feind möchte nicht, dass du, wie soll ich sagen, gesegnet im Wohlstand bist. Lebst, ja. Wohlstehend, gut stehend, versorgt bist in jedem Lebensbereich, sondern er möchte rauben und letztlich morden. Er ist ein Lügner von Anfang an, so sagt und die dazu Bibel. Dazu missbraucht er immer irgendwelche Leute. Genau. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Ja. Die Gebetsanliegen, die wir jetzt gleich durchbeten wollen, das sind Festungen. Festungen, die der Feind in deinem Leben aufgebaut hat. Und es ist nicht so einfach, diese Festungen zu stürmen oder zu überklettern oder zu unterwandern, sondern du musst wissen, wie geht das und wie mache ich das? Nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Da hast du das wieder mit der Erkenntnis, mit der Weisung, mit der Offenbarung. Wir müssen wissen, auf welcher Grundlage wir hier kämpfen. Amen. Und gerade das mit diesen Gedanken, ihr Lieben, lasst mich da noch mal ein Wort drüber sagen. Es ist eins schon meiner Themen, das stimmt, weil ich sehr viel lernen musste, meine Gedanken zu kontrollieren. Gedanken kommen, Gedanken gehen, aber Gedanken haben etwas an sich, nämlich sie bilden einen Strudel. Und dieser Strudel, der setzt sich immer weiter fort und der zieht sich immer mehr nach unten. Und wenn man nicht aufpasst in bestimmten Gedanken, Strukturen, dann wird es so sein, dass du vielleicht nur mal oberflächlich denkst. Aber dann kommt die nächste Runde und die nächste Runde und die nächste und du wirst immer mehr runtergezogen. Zuerst vielleicht ein bisschen negative Stimmung und dann wird es immer blöder und immer schlimmer und du sitzt dann unten drin und du weißt gar nicht, wie komme ich denn jetzt schnell wieder da oben hin. Zum Beispiel haben Filme oder auch Romane oder whatever, haben diese Tendenz, dich in solche Gedankenstrudel reinzuziehen. Ja, absolut. Filme schaffen immer, egal welche Filme du anguckst, sie schaffen eine Atmosphäre und diese Atmosphäre setzt Denkprozesse in Gang. Wenn Leute Liebesfilme gucken, werden sie ein Verlangen haben nach diesen Emotionen. Ich sage nicht, dass das schlecht ist. Ich sage nicht, guck ja keine Liebesfilme. Versteh mich bitte nicht falsch. Sondern ich sage, es werden Emotionen in Filmen durch Filme freigesetzt. Genauso könnte ich sagen Gewaltfilme, genauso könnte ich sagen Pornos, genauso könnte ich jeden anderen Film Horror nennen. Der Anstieg von Horrorspielen und Horrorfilmen ist im Moment durch die Krise extrem nach oben geschnellt. Pornografie ist extrem nach oben geschnellt, weil die Dinge so sind, wie sie sind. So, und wenn du dich dazu bereit erklärst, solche Dinge anzuschauen, ist das wie ein Fenster, was du aufmachst. Und durch dieses Fenster kommen Emotionen in dein Leben, in dein Herz. Und Emotionen greifen immer nach unserer Psyche und unserer Seele und versuchen dort Wurzeln zu schlagen. Kannst du dir jetzt vorstellen, wir haben jetzt diese Pollenzeit, wenn diese kleinen Pollen durch die Luft fliegen, diese Pollen sind ja nicht Staub irgendwie, sondern es sind winzigste Samenkörnchen, die, wenn sie auf die Erde fallen, wenn da Feuchtigkeit ist und wie auch immer, du kennst das alles, schlagen sie Wurzeln und treiben aus.
Und genau so ist das mit den Emotionen oder mit den Emotionen, die Gedankengebäude hervorbringen. Oder Gedanken, die, wo du genau weißt, ich sollte jetzt aufpassen, was ich esse. Ich sollte aufpassen, was ich nicht esse. Ich sage nicht, dass viel Essen schlecht ist oder schlechter ist, als zu wenig zu essen. Wir beten jetzt nachher auch gleich für die Leute, die uns geschrieben haben, dass ihre Kinder in Essstörungen drin hängen. Und das ist eine furchtbare Geißel, die nicht nur den Menschen trifft, der in dem Ding drin hängt, ja, sondern absolut. Die ganze Familie ist betroffen. Du kannst es dir vorstellen wie ein Mobile. Kennst du ja viele Dinger, die an diesen Fäden hängen. Und das Mobile hängt ganz ruhig in der Luft. Aber wenn du ein Mobile-Teil anstößt, kommt dieses ganze Ding in eine irre Bewegung und in eine irre Unruhe. Und genauso ist das mit jeglichem Suchtverhalten. Magersucht, Fresssucht, Bulimie, Pornosucht, Spielsucht. Es gibt alles an Süchten. Und das Krasse ist, dass es das auch bei den Kindern Gottes gibt. Und das ist was... Uns hat jemand angeschrieben, fällt mir im Moment ein, auch ein Gebetsanliegen, aber nicht aus Europa, sondern von weiter weg, hat gesagt, mein Mann ist Pastor von einem großen Dienst und er ist Alkoholiker. So, das ist sowas. Ja. Ja. Also es ging ja hier jetzt auch um diese Gedanken, nämlich die Gedankenfestung, ich darf nicht essen, dann nehme ich ab und dann haben mich die Leute viel lieber. Oder ich muss viel essen, weil dieses Loch in mir gestopft werden muss. Oder der Alkohol dämpft alles ab, damit das, was mich in der Realität so betrifft, damit das nicht so schlimm ist. So, das sind alles diese Gedankenspiele. Und da heißt es hier, zu zerstören alle Vernünfteleien, jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Weißt du was, das musst du machen, das ist dein Job. Der Herr sagt nicht, oh, ich nehme deine Gedanken jetzt gefangen, sondern deine Gedanken musst du auf ihn konzentrieren. Fokussieren, das ist dein und mein Job. Ich musste das wirklich lernen, ihr könnt es mir glauben. So, und wir sind bereit, jeden Ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. Es geht darum, dass wir auf die richtigen Dinge fokussiert sind. Das war das jetzt auch mit Weisung, Offenbarung, Weisheit durch den Heiligen Geist. Ein Sohn ist uns gegeben. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Wunderbarer Ratgeber, ewig Vater, Friedefürst. In diesen Attributen, die da von Jesaja, von Jesus beschrieben werden, sind die Dinge beinhaltet, auf die unsere Gedanken fokussiert bleiben müssen. So, das war das, was ich ganz am Anfang als unsere Grundlage sagen wollte. Und wir rücken jetzt mal hier diese Gebetsanliegen echt in die Mitte. Wie gesagt, einige sind dazugekommen in dieser Woche. Und jetzt wollen wir natürlich nicht... die Anliegen vorlesen und wer die geschrieben hat oder wie auch immer. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn wir jetzt für die Anliegen beten, wir werden das immer in so Häppchen machen, dann, wenn du in irgendeinem Teil da beteiligt bist, wenn es um ein bestimmtes Thema geht, dann ist das gut, was Martin erklärt hatte, I receive. Ich nehme das für mich. Das, was wir da beten, ich nehme das auch in meine Situation. Vielleicht trifft es nicht so 100% meine Situation, aber zu 99,9%. Und dann kannst du sagen, ja, ich stelle mich dazu. Ich glaube das, dass der Herr jetzt in mein Leben, in meine Situation eingreifen möchte. So, als Erstes wollen wir beten für die Leute, die unter psychische Probleme gekommen sind, psychische Schäden,
schon haben. Da gibt es manche Leute, die wirklich schon von Kindheit an krank sind, psychisch erkrankt sind. Aber oft gibt es Leute, die in ihrem Lebensweg unter einen Druck gekommen sind. Und jemand schreibt, der innere Schmerz ist so heftig, dass es mir sogar physischen Schmerz bereitet. Bestimmte Erlebnisse in der Kindheit können Menschen unter diesen Druck bringen. Ja, auch später, nicht nur in der Kindheit. Ja, nicht nur in der Kindheit, aber auch in der Kindheit oder durch traumatische Erlebnisse. Und dieser psychische Schmerz bereitet diesen Leuten schon Schmerzen im Körper. Weißt du, warum das so ist? Geist, Seele und Leib sind eine Einheit. Und wenn ein Teil betroffen ist, so ist der ganze Mensch damit betroffen. Menschen, die unter Depressionen leiden, sind häufig auch körperlich echt geschwächt, häufiger krank, sind unfähig, eine Arbeit wirklich zufriedenstellend zu lösen oder überhaupt aktiv zu werden. Also Drucksituationen, die Menschen psychisch krank gemacht haben oder die keine Aussicht haben auf eine Besserung oder die, die am Arbeitsplatz Druck haben oder die jetzt gerade in dieser Krisenzeit, wir haben schon gesprochen drüber, dass sie nicht wissen, bleibt mein Arbeitsplatz? Kann ich da wieder hingehen? Hört die Kurzarbeit irgendwann auf? Und wie geht das weiter mit meiner Firma? Oder Menschen, die Druck empfinden, weil sie einen neuen Arbeitsplatz antreten müssen und sagen, hoffentlich bin ich fähig, diesen neuen Arbeitsplatz auszufüllen. Dann möchte ich nochmal sagen, Firmenleiter, Chefs, die eine Firma haben, Unternehmer, die sind extrem unter Druck gekommen, weil es um die Aufträge geht, die jetzt stagnieren. Es geht um Zahlungsverpflichtungen der Kunden, die noch nicht reingekommen sind. Es geht um die Existenz dieses Geschäftes oder dieser Firma. Ja, und auch denkt man die ganzen Hotelbesitzer, Restaurantbesitzer, Gastronomie, das sind die, alles, was da arbeitet. Die jetzt darunter leiden und die einen extremen psychischen Druck empfinden. Und sie schreiben auch, also einige, dass sie mit körperlichen Attacken zu kämpfen haben, also auch mit dieser Müdigkeit und auch mit dieser Schlaflosigkeit. Und das macht Menschen wirklich sehr, sehr große Not. So, Drucksituationen, egal in welcher Ausprägung sie jetzt erlebt werden, sind oft so, dass sie eine Aussichtslosigkeit nach sich ziehen. Und dieser innere Hunger, dieses Loch in den Bedürfnissen aus der Kindheit oder wann auch immer, all das wird der Feind als Festung im Leben der Menschen versuchen aufzubauen oder er hat sie schon aufgebaut. Deshalb war dieses Ding, wir zerstören die Festungen, die dort gebaut sind. Und oft ist es so, dass gerade diese Menschen in bestimmte Abhängigkeiten kommen. Weißt du, erst sind diese Gedanken da und dann wird man mit den Gedanken nicht fertig und dann muss irgendetwas kommen, um diese Gedanken wieder in Kontrolle zu haben. Und häufig kommen Leute, so haben wir es gelesen, in Medikamentenabhängigkeiten, Drogen, also Schlafmittel nehmen, damit man nachts zur Ruhe kommt, damit diese irren Gedankenspiele aufhören. Und morgens muss man wieder was haben, damit man überhaupt im Alltag stehen kann. Alkohol, Spielsucht, Angst von Eltern um ihre Kinder. Wir haben wirklich Mails bekommen, das hat mich echt zu Tränen gerührt.
weil Eltern Angst haben, weil ihre Kinder in eine innere Immigration gegangen sind. Eine innere Immigration heißt, ich schotte mich von der Außenwelt ab, ich komme nicht mehr aus meinem Zimmer. Ich schaue mir das im Internet an, was ich jetzt gerade will oder brauche oder mit dem ich mich zudröhnen kann. Und die Eltern haben keine Zugriffsmöglichkeiten mehr. Und diese Kinder werden wirklich schwer attackiert. Und wie vorhin schon gesagt, nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern. Und gerade diese Isolation bei den Kindern, die jetzt nicht in die Schule gehen durften, über die vielen langen Wochen, schaut, das ist nicht so wie Sommerferien gewesen. Und ich hoffe und bete, dass das aufhört, damit die Kinder wieder ins Leben kommen, damit die wieder auf die Spielplätze dürfen, damit sie wieder mit ihren Schulkameraden zusammen sein können, mit ihren Kindergartenkindern und dass der Druck aus den Familien rauskommt. Da ist so viel Not und so viel Druck. So, und bei diesen Dingen wollen wir jetzt wirklich reinbeten, also gegen diese Festungen von psychischer Angeschlagenheit, von all diesen Dingen, über die wir jetzt gesprochen haben. Ja. Wie machen wir das? Die Zeugnisse machen wir mal raus. Ne? Ja, genau. Für die muss man loben. Genau. So. Also ihr seht, das ist schon ein ganzer Schwung hier. Also das sind die Seite unserer Konferenz, gell? Die, ja, aber diese beiden Riesenpacken hier, die sind alleine von dieser Woche. Und die anderen, die hatten wir vor 2 Wochen schon dabei. Und Konferenz war vor 6 Wochen, also ja. Ja. Es ist so, wir bieten das halt an, dass Menschen uns ihre Gebetsanliegen schicken können. Und wir nehmen das sehr, sehr ernst. Und wir wissen, dass der Herr als Gebet auch erhört. Und Amen. Wir haben so viele einfach positive Zeugnisse bekommen. Und deshalb mach dich jetzt wirklich eins mit uns. Vielleicht ist dein Anliegen sogar hier dabei. Ja? Ja. Wir wollen jetzt dafür einstehen. Und jetzt fangen wir erstmal an mit diesem psychischen Bedrängen. Ja? Mit den psychischen Bedrängnissen, auch wenn du selber jetzt unter diesen negativen Gedankenstrukturen bist. Wenn du selber merkst, oh, bei mir geht das so in Richtung depressives Zeug. Bei mir, ich brauche immer auch mehr... Angst? Nee, noch, das machen wir als nächstes. Bei mir, ich brauche immer mehr abends meinen Rotwein oder mein Bier oder was auch immer. Oder meine Tabletten oder ich brauche etwas, was das runterdimmt. Oder diese ganzen Magen-Darm-Krankheiten, die daraus resultieren, dass Gedanken freigesetzt werden von Bedrängnis oder von wirklich negativen Gedanken. Wir wollen jetzt gegen diese Festungen von negativen, zerstörerischen Gedanken beten. Mach dich bitte eins mit uns, bete mit uns zusammen, wir wollen alle zusammen jetzt hier einstehen dafür, für diese Anliegen miteinander vor den Thron Gottes zu kommen. Ja, kannst gern die Hände ausstrecken Richtung deinem Bildschirm, wir beten jetzt hier für diese Anliegen und im Namen Jesus Christus sprechen wir aus, dass für jedem einzelnen Namen, von jeder einzelnen Person, von jeder einzelnen Not, die hier geschrieben ist, gerade unter dem Gesichtspunkt von diesem psychischen Ding, gerade diesem Gesichtspunkt, wo der Feind über die Gedanken arbeitet, wo er durch falsche Entscheidungen arbeitet, wo er durch diese Notsituation arbeitet, wo einfach auch diese Bedrängnis ist mit Sorgen, wo die Bedrängnis ist mit irgendwelchen Dingen, wo man keinen Ausweg sieht, wie mit den Kindern. All das, wir sprechen aus im Namen Jesus Christus, dass es zu einer Veränderung kommt und dass die Engel des Herrn hier freigesetzt sind und wirklich das zerstören, was diese Menschen zerstören will. Wir proklamieren, dass es ein Eingreifen des Herrn gibt, dass die Dinge sich ändern, dass die Dinge sich ändern, wie wir vorhin gehabt haben, diesen grandiosen Vers, ja, wo es heißt, komm zum Überfluss, durch dieses Feuer, durch dieses Wasser, du kommst an den Ort des Überflusses. Das proklamieren wir über jeden Einzelnen von den Namen, jeden Einzelnen, der uns hier angeschrieben hat. Und wenn uns Leute was geschickt haben, was hier nicht ausgedrückt ist, jetzt vielleicht gerade aktuell in den letzten Stunden oder sowas, dann nehmen wir das auch mit hinein und sprechen aus, es soll für jeden gelten. Herr, du kennst sowieso jeden Namen und du kennst jede Situation. Wir sprechen Heil, Segen, Versorgung, Gnade
und einfach das Gute des Herrn der Herren und des Königs der Könige da hinein. Wir sprechen aus, dass diese Finsternis, in der die Menschen sind, weicht und dass sie ins helle Licht hineinkommen. Herr, wir kommen an gegen jede Gedankenstruktur, die sich als Vernünftelei gegen die Erkenntnis Gottes erheben. Und wir erklären sie für zerstört. Wir erklären sie für niedergeworfen. Wir erklären sie als nicht mehr wiedergefunden. Nicht mehr wiedergefunden. In der Autorität des Namens Jesus Christus. Herr, wir sprechen aus. Dein Name ist über jeder psychischen Krankheit, jeder psychischen Bedrängnis ausgerufen. Wir sprechen aus, dass Trauer, Betroffenheit, negative Gedankenstrukturen, negative Erwartungen, dass sie gebrochen sind. Falsche Festlegung. In deinem Namen, Jesus. Und wir sprechen aus für alle Leute, die hier das geschrieben haben, auch gerade diese Anliegen für die Kinder, die in diese Isolation gegangen sind, die in Magersucht oder anderen Süchten, Spielsucht, Pornosucht, Internetsucht, egal was es ist, wir sprechen aus, wir kommen an gegen diese Mächte der Zerstörung, diese Mächte der Bosheit in der Himmelswelt, gegen diese Festungen, die der Feind in ihrem Leben gebaut hat, und wir sprechen aus, es kommt jetzt ein Shift. Amen. Jetzt in diesem Moment kommt wie ein Aufwachen, dass sie ganz neu erfahren und erfassen, dass du, Jesus, für sie gestorben und auferstanden bist und dass du ihnen neues Leben geben willst. Ein neues Denken, ein verändertes Denken, Licht, eine Erneuerung des inneren Menschen. Ja. Wir erklären die Neuheit des Glaubens, eine neue Erfahrung mit dir, ein neues Sehnen nach dir, einen Hunger nach dir, Jesus. Wir erklären, dass das jetzt hier bei diesen Menschen passiert. Ja, wir widerstehen nochmals jeder Form von Sucht. Mag sie bekannt sein oder unbekannt sein. Ja, wir widerstehen jeder Form von Sucht. Wir sagen, das ist etwas, was den Menschen zu irgendwelchen Verhaltensmaßnahmen zwingt. Und wenn immer etwas mit Zwang verbunden ist, dann ist es dämonisch. Und wir widerstehen diesen dämonischen Kräften von Sucht. Und wir sagen im Namen Jesus Christus, dass die Engel des Herrn freigesetzt sind, die diese dämonischen Kräfte wirklich attackieren. Und dass Freiheit über das Volk Gottes kommt. Wir sprechen aus, zerstört sei das, was diese Menschen zerstören will. Im Namen Jeshua HaMashiach. Wir stellen das kurz ab. Wir wollen jetzt als nächsten Punkt wirklich angehen gegen diese Angst und gegen Panikattacken. Angst ist etwas, was wirklich Fuß fassen will in Gedanken. Weil Angst sind oft Dinge, die man gar nicht weiß. Leute, die unter Angststörungen leiden, nehmen immer das Schlimmste an. Und deswegen bleiben sie lieber zurückgezogen, deswegen nehmen sie keine Kontakte auf und bleiben lieber mit ihrer Angst ganz alleine, weil das andere, was da draußen ist, ist noch viel mehr angstmachend. Wir haben Zuschriften bekommen, wo die Leute sagen, ich habe so Angst vor der Endzeit. Ich habe so Angst vor dem, was jetzt kommt. Das Tier und die 666 und der Chip und das Bargeld geht weg und alle diese Dinge. Die Predigt war wirklich für die Leute. Und wenn du die Predigt nochmal nachhören möchtest, die haben wir ja jetzt auch auf Facebook aufgenommen, die wird noch da stehen bleiben. Schau sie dir bitte noch mal an. Es wir wollen sogar gucken, dass wir sie auf der Webseite auch verlinken. Ja, und dass wir sie auf unsere Webseite nehmen, genau. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Weißt du, Angst ist manchmal sogar etwas, was über Menschen kommt, obwohl sie gar nicht jetzt damit gerechnet haben. Plötzlich ist die Angst da, plötzlich ist die Panik da, plötzlich ist dieser Teufelskreis von Gedanken da,
Der Teufelskreis der Gedanken, das kann ich dir kurz sagen, das ist das, ein Gedanke fängt an und dann kommt der nächste und dann fühlen die Leute, oh, wie fühle ich mich denn jetzt? Oh, ich habe schreckliche Angst. Dann kommt der nächste Gedanke und sie kontrollieren sich immer, wie sie sich fühlen. Und das gibt auch diese Spirale und führt sie in eine Panikattacke, wo sie Schweißausbrüche kriegen, wo das sich körperlich niederschlägt und wo sie meinen, ich kann da nicht mehr rauskommen. So, wir hatten jemand, der hat uns angeschrieben und dann hat er geschrieben, oh, es ging schon viel besser, aber jetzt habe ich Angst, dass die Angst wiederkommt. Verstehst du? Angst ist was ich will sagen, wie angeflogen kommt. Und deshalb glaube ich, dass das zutiefst dämonisch ist, weil es etwas Übernatürliches ist. Angst will immer in die Knie zwingen. Angst will immer, ich beuge mich vor dieser großen Macht. Und der Herr hat gesagt in seinem Wort, fürchte dich nicht. Ich stelle dein Leben auf einen festen Grund. Fürchte dich nicht. Du musst dich füllen mit dem Wort Gottes. Ich sage es dir, es gibt nichts anderes. Du kannst zu 10 Psychologen hingehen, du kannst eine Psychotherapie machen. Die Psychotherapie wird immer so verlaufen, dass der Psychologe dich fragt, was haben Sie denn für eine Vorstellung, was könnten Sie sich denn vorstellen, was Ihnen helfen würde? Also bei dir wird die Frage ankommen, aber du bist eigentlich hingegangen, weil du eine Antwort gebraucht hast. So, die Antwort kann nur die sein, du musst dich mit dem Wort Gottes füllen. Das ist nicht einfach nur so gesagt, das ist wirklich eine Wahrheit. Das ist so, wie wenn du ein Glas Wasser hast und du machst einen Tropfen oder zwei Tropfen Tinte da rein oder irgendeine andere Farbe und du wirst merken, im nächsten Moment ist das ganze Glas, das ganze Wasser schwarz. Wie bekommst du die Farbe wieder raus, damit das wieder ein klares Wasser ist? Ganz einfach, du hältst dieses Wasserglas unter den Wasserhahn und du lässt langsam Wasser reinlaufen, bis das Wasserglas überläuft und überläuft und überläuft und die schwarze Farbe wird rausgewaschen. Das ist das Prinzip, wie es funktioniert, ja, dass du Attacken von Angst und Panik mit dem Wort Gottes auswaschen kannst. Füll dich mit dem Richtigen. Ja. Lass das ausschwemmen. Das Wort Gottes ist rein, es ist heilig, es ist kräftigend, es ist wiederherstellend, es zertrennt die Dinge. Und ja, es kann sein, dass manche Attacken so heftig und so schlimm sind. Ja, dann kann es sein, dass man einen Befreiungsdienst braucht. Das stimmt, das will ich ja gar nicht verheimlichen. Aber du kannst selber schon sehr, sehr, sehr viel dazu tun, dass du in diesen Angst- und Panikstörungen nicht kommen musst oder drin bleiben musst. Und auch die Dinge, die jetzt laufen mit dieser Krise, begib dich nicht unter das Joch. Begib dich nicht zu den Verschwörungen, sondern mach einen neuen Bund mit dem Herrn. Und Amen. Sag, Herr, du bist meine Hoffnung. Ich werde leben und nicht sterben und die Werke des Herrn verkündigen. Die Werke des Herrn verkündigen, das ist, dass du ein Zeugnis haben wirst. Und wir wollen jetzt beten gegen diese Angst, gegen diese Bedrängnis, gegen diese Panikattacken, die ja auch körperlich ja sich dann auswirken. Menschen werden körperlich krank, weil sie unter diese Panikattacke gekommen sind oder sie sind krank, sie haben eine Krankheit und diese Krankheit und die Diagnosen und das, was gesagt wird, macht ihnen wiederum so viel Angst. Aber selbst da, such dir Bibelstellen raus, streich sie dir an, schreib sie dir auf Kärtchen, steck sie in deine Hosentasche oder wo auch immer, bapp sie an deinen Spiegel, lerne sie auswendig. Du wolltest beten. Ja, ich fange jetzt an zu beten. So. Okay, betet bitte wieder mit. Genau. Konkret jetzt für yes Angst, Sorge und gegen gegen diese Art von Bedrängnis. Genau.
Herr, wir danken dir für alle diese kostbaren Menschen, die du erwählt hast. Und wir danken dir, dass sie eigentlich mit dir einen Bund eingegangen sind. Der Bund kam dadurch, dass sie Ja gesagt haben zu Jesus und Ja gesagt haben zu dem neuen Leben in Christus. Sie haben Ja gesagt aufgrund der Vergebung ihrer Schuld. Und wir proklamieren, dieser neue Bund trägt diese Menschen. Der neue Bund spricht gegen jede Angst. Der neue Bund spricht gegen jede Panik. Der neue Bund des Wortes Christi spricht der Angst den Tod zu. Nicht mehr soll Angst in dir regieren. Nicht mehr sollst du unter Panik kommen, sondern die Neuheit deines Glaubens soll aufstehen, soll aufblühen, soll wie ein Baum sein, unter dem du sitzen kannst, soll wie die Wasserbäche sein, an denen du sitzt und wo du erfrischt wirst. Herr, wir danken dir, wir preisen dich und wir ehren dich, aber gleichzeitig gebieten wir, dass der Feind verschwindet aus dem Leben dieser Menschen. Ja. Aus dem Leben dieser kostbaren Menschen, die eigentlich zu dir gehören. Und wir sagen, Angst und Panik hat nichts in der Neuheit des Glaubens, nichts im Leben eines Christen, nichts im Leben eines Kindes Gottes zu suchen. Amen. So, die Bibel sagt, dass in der Liebe keine Angst ist und dass Gott die Liebe ist. Angst ist nichts, was zu Gott gehört. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht oder der Furchtsamkeit. Amen. Der Geist Gottes hat keine Angst. Der Herr hat keine Angst. Es gibt dieses Thema Angst in Gott nicht. Yes. Und wir dürfen uns von Gott davon schenken lassen, dass wir diese Angst, mit der wir konfrontiert sind, überwinden können. Ja, die Bibel sagt, in der Welt habt ihr Angst. Das ist richtig. Aber hier geht es um eine Angst, die wirklich diese übernatürliche Bedrängnis ist, die den Leuten das Leben raussaugen will, die sie bedrängen will in einer Art und Weise, die absolut nicht mehr legitim ist. Und wir widerstehen dieser Macht, dieser diabolischen Angst, dieser diabolischen Sorgen, dieser Bedrängung. Und wir sagen, zurück im Namen Jesus Christus. Weiche. Back to sender. Back to sender. Wir widerstehen dem, dass die Menschen hier mit diesen Dingen konfrontiert sind. Und wir sagen, es kommt Erleichterung rein. Gott hat den Shalom für dich. Der Shalom Gottes, das ist das, was du brauchst. Ein Frieden, einen übernatürlichen Frieden, den der Herr für dich hat. Und wir widerstehen jeder Macht von Angst. Wir sagen, Angst ist etwas, was zu dem Finsternis gehört. Angst ist etwas, was zu dieser Welt gehört. Aber wir sind nicht von der Welt, sondern wir sind aus Gott geboren. Wir sind Himmelsbürger, auch wenn wir in dieser Welt noch leben. Und so sprechen wir aus, Angst ist nicht unser Erbteil. Und wir weisen es zurück, gerade in dieser Phase, wo so viele Leute damit zu kämpfen haben. Sprechen wir aus, eine übernatürliche Berührung Gottes, ein übernatürlicher Shalom, der dich ganz tief erfüllt. Du brauchst dir das nicht zu erklären. Es ist einfach der Heilige Geist, der in dir wirkt. Und wir widerstehen jeder Form von Angst. Im Namen Yeshua HaMashiach. Der nächste Punkt, für den wir uns eins machen wollen, ist jetzt wirklich rein körperlich. Wenn du krank bist oder auch die Menschen, die uns angeschrieben haben, wegen körperlicher Dinge, die im Moment gerade laufen, Diagnosen, die schlecht sind oder auch schlecht erwartet werden, Menschen, die nicht zur Operation kommen konnten, weil die Krankenhäuser ja gesperrt waren wegen dieser Corona-Geschichte. Frauen, die eigentlich zur Geburt kommen sollten, aber Bedenken haben, Angst haben, jetzt haben wir es wieder mit der Angst, dass sie eben ganz alleine ihr Baby auf die Welt bringen müssen, weil ihre Männer nicht an der Geburt teilhaben dürfen aufgrund dieser Corona-Geschichte. Also es gibt wirklich viele Dinge, die im Körperlichen, in diesen Krankheitsattacken jetzt, auch von dieser hausgemachten Krise stammen. Und wo Menschen wirklich ins Hintertreffen gekommen sind, eben nicht behandelt werden können, wenn sie keine wahrscheinlich Zugänge über privat oder was auch immer haben, keine Ahnung. Sehr schwierig. Aber wo kein Ausweg für die Leute ist und sie schon seit Wochen, eigentlich hatten sie schon einen Termin
aber der wurde abgesagt auf unbestimmte Zeit und sie leiden sehr. Und wir wollen jetzt beten gegen diese ganzen körperlichen Bedrängnisse, körperlichen Attacken. Versteht ihr, wir sind nicht der Meinung, dass Krankheit von Gott kommt. Nur damit wir alle schön demütig bleiben, demütig werden und so richtig. Das ist für mich kein Vater im Himmel. Der Vater im Himmel gibt seinen Kindern nicht Steine, wenn er ihnen Brot geben kann. Und Gott gibt immer Brot. Heute ist Versorgung am Tisch. Deswegen haben wir am Anfang gesagt, wir brauchen das, dass Gott uns etwas zur Verfügung stellt, etwas bereitstellt. Und das ist etwas, was mit Heilung zu tun hat. Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass Heilung auf Gottes Plan steht. Für seine Kinder, aber auch, das ist unser zutiefstes Sehnen von Martin und mir, dass wir in diese Heilung und Zeichen und Wunder hineintreten werden. Dass diese Zeit, in der wir jetzt hier sind, gleichzeitig, auch wenn sie in der Welt bedrängt sind, aber gleichzeitig für uns eine Öffnung sein werden, für dich und für mich, dass wir, wenn wir beten für Menschen, dass sie wiederhergestellt und geheilt werden. Denn das ist das, was die Welt sehen muss. Weißt du, die Leute in der Welt, die sind so mit allem Möglichen zugetextet. Und wenn du dann mit christlichen Textsachen kommst, das berührt sie weniger, als wenn du betest und es passiert, dass die Schmerzen weg sind. In der Tat. Ist das richtig? Ja, ja. Das ist richtig. Und also das Thema Heilung ist extrem bedeutsam, weil das ist das glaubwürdigste, authentischste Zeugnis, was ein Mensch haben kann. Ja. Und das ist auch was du nicht wegdiskutieren kannst. Weißt du, den Leuten was erzählen, ohne dass es ein Zeugnis dazu gibt, das ist immer schwierig. Ja, das stimmt. Ja, und wenn die Bibel sagt, die Nationen werden ein Zeugnis haben, dann gehört für uns das dazu, dass eben Kranke wirklich geheilt werden, dass Dämonisierte wirklich frei werden, dass der Herr einfach eingreift und sein Volk das schenkt, was er zugesagt hat, wie zur Zeit Jesu, wo er immer und immer und immer wieder lesen können, dass es da heißt, dass er alle heilte, die zu ihm gebracht worden sind. Und das finden wir auch in der Apostelgeschichte. Ja. Ja, dass alle geheilt worden sind. Genau. Das ist der Level, an dem wir uns orientieren sollen. Das ist biblisches Christentum. Ja, stimmt. Okay, und weil wir das glauben, glauben wir auch, dass der Herr kein Problem damit hat, hier sehr viele, wenn nicht alle von diesen Gebetsanliegen, wirklich einfach zu nehmen und den Menschen, die in dieser Situation sind, Hilfe zu schenken. Ja. Ich weiß, da sind Leute dabei, die haben Krebs. Ja. Ja, hier ein Ding, da lese ich gerade Hirnschädigung, ja, und so weiter, einfach wegen Druck von irgendeinem Tumor oder was auch immer. Weißt du, es sind oder Unfälle. Wir haben die Nachricht bekommen, dass jemand gestürzt ist und hat wirklich schlimme Blutungen im Kopf. Und wir wollen einstehen, dass diese Blutung gestoppt wird, dass die Ärzte Weisheit haben. Weißt du was? Ich habe ganz oft mit solchen Dingen zu tun gehabt und ich habe viel, viel Segen durch Ärzte erlebt. Ja. Ich habe sehr viel Wohlwollendes durch Ärzte erlebt. Sie haben mir oft das Leben gerettet, das muss ich wirklich sagen. Das stimmt wirklich. Und ich bete oft für die Hände der Ärzte, wenn es auch im Chirurgischen oder sonst ist. Ich bete ganz oft, dass sie klar sind in dem, was sie gelernt haben in ihren Erfahrungen. Ich bete ganz oft, dass sie wach sind. Weißt du warum? Weil Ärzte und überhaupt im ganzen Pflegebereich sind die Menschen unter sehr langen Arbeitszeiten und jeder Patient erwartet, dass er hervorragend und bevorzugt und als allererstes super gut behandelt wird. Aber die Ärzte sind auch nur Menschen und sie haben oft lange Arbeitstage und ich bete dann, dass sie Kraft haben, dass sie übernatürliche Kraft haben, auch wenn das keine Christen vielleicht sind. Gott kann sie doch trotzdem mit Kraft ausrüsten, damit sie mir oder den Menschen hier, dass sie ihnen zum Segen gesetzt sind. Weißt du, ich bin nicht der Meinung, dass wir gar nicht zum Arzt gehen dürften, wenn wir krank sind. Da könnte man eine Menge Geld sparen. Ach ja. Ich bin der Meinung,
dass wir beten sollten als erstes, natürlich, dranbleiben im Gebet. Vielleicht ist für den einen oder anderen auch Fasten dabei, das ist auch gut. Aber ich bin auch der Meinung, wenn du bestimmte Schmerzen oder sehr starke Schmerzen hast, dass du ärztlichen Rat holst. Es gibt natürlich auch die Sachen, wo der Arzt dir wirklich nicht mehr helfen kann. Ja, ja. Wo das einfach zum Ende kommt. Ja, mysteriöse ja. Sachen. Das hatten wir mehrfach auch erlebt, wo es dann hieß, ja, also wir wissen nicht, wo das Problem ist, keine Ahnung. Also das gibt es ja auch sehr häufig, ja, dass die Ärzte eben bei allem Wissen. Guten Job, was sie machen, an einen Punkt kommen, wo sie einfach sagen, ich weiß nicht weiter. Ja. Und das ist Situationen, wo wir einfach dann wirklich auf den Herrn vertrauen müssen. Aber auch bei den kleinen Sachen, in Anführungsstrichen, und bei den großen Sachen, wir vertrauen darauf, dass der Herr eingreift und dass er einfach seinem Volk die Heilung schenkt, die dem Volk zusteht. Ja. Wir hatten beispielsweise von der letzten Konferenz, die wir hatten, mehrere Leute, die hatten Rückenprobleme, Hüftprobleme, Beinprobleme und sowas, die wurden geheilt. Wir haben bestimmt 3 oder 4 Zeugnisse in dieser Richtung allein bekommen, wo Leute mit dem Ding geheilt worden sind. Weißt du, da kann der Arzt kann's nur irgendwie versuchen zu richten oder zu verlängern oder irgendwas zu machen, aber der Herr, der stellt es einfach wieder her, der macht es wieder neu. Ja? Ja. Und das ist unser Gebet, dass der Herr eben eine neue Wirbelsäule schenkt, ja? Oder neue Kniegelenke schenkt oder was auch immer. Und dafür wollen wir eben dann hier für einstehen. Yes. Amen? Ja. Yes. Im Namen Jesus Christus gehen wir gegen jede Form von irgendwelchen körperlichen Leiden an, die hier diese Geschwister hier bedrängen. Wir widerstehen jeder Form von Krebs, wir widerstehen jeder Form von Diabetes, wir widerstehen jeder Form von irgendwelchen Leiden in den inneren Organen, wir widerstehen jeder Form von Herzproblemen oder Hautproblemen oder irgendwelchen Dingen, mit denen Menschen hier zu leiden haben. Dieser ganze Knochenapparat, Wirbelsäulen, alles, was damit zu tun hat. Wir widerstehen jeder Form von irgendwelchen körperlichen Bedrängnissen, mit denen der Feind uns hier versucht zu attackieren. Vieles davon sind wir überzeugt, ist tatsächlich durch Okkultismus, durch Hexerei, durch Zauberei irgendwie den Menschen zugestellt worden. Und wir sagen, zurück damit, back to sender. Wir sagen, das ist nicht unser Erbteil, uns mit diesen Sachen hier behelligt zu sein. Wir sagen, zurück zu dem, von dem es kommt. Das Volk Gottes braucht diese Sachen nicht zu tragen. Wir sprechen Gesundheit, wir sprechen Heilung, wir sprechen den Segen des Herrn hinein, was auch immer es ist. Es gibt so viele Tausende von irgendwelchen Krankheiten und Leiden, es hat gar keinen Namen. Wir widerstehen allen im Namen Jesus Christus. Und Herr, du kennst jede Not, jede Situation, alles. Von jedem Namen, der hier ist, von jeder Situation, die noch da dran hängt, mit der Familie, mit Kindern, mit Eltern, mit was weiß ich. Du kennst alles. Und ich befehle es dir einfach an. Manches ist Himmelschein. Manche Menschen sind so verzweifelt, weil sie schon Jahre und Jahre und manchmal Jahrzehnte an irgendwelchen Dingen leiden. Und sie haben schon lange gebetet. Und ich spreche aus, es kommt jetzt zu einem Shift. Es kommt zu einer Veränderung. Die Zeit ist gekommen, wo der Herr eingreift. Ich spreche aus, die Engel des Herrn sind freigesetzt und gehen los, um einfach diesen Menschen zu dienen und das zu zerstören, was sie hier attackiert und hier sie selber zerstören will. Im Namen des Herrn. Herr, wir rufen Erfrischung aus für jeden Körper, der jetzt angegriffen ist. Wir rufen neues Leben in Blutkreislauf, neues Leben in Zellstrukturen. Herr, ich glaube sogar, dass du wirklich Abwehrstoffe in besonderem Maße deinen Kindern zukommen lassen kannst, dass wir gar nicht in diese Krankheitsschleifen von irgendwelchen Viren oder Bakterien oder was auch immer kommen müssen. Ich glaube, dass du die Zellwände berühren kannst durch deinen Geist, der in uns lebt, und dass du uns aufbauen kannst in Stärke und in Kraft. Und wir lehnen jede Attacke des Feindes auf unsere Körper ab. Es wird einen Unterschied geben zwischen denen, die dir dienen und denen, die dir nicht dienen. Die dir gehören. Und jede Waffe, die gegen uns, gegen die Menschen hier, gegen die Menschen, die jetzt hier zuschauen, jede Waffe, die gegen uns geschmiedet ist oder wird oder wurde, im Namen Jesus, sie wird nichts ausführen. Und es kommt kein Plan zustande, den der Feind sich für unser Leben oder für das Leben der Menschen hier ausgedacht hat. Ja. Wir sprechen aus, jeder Raubzug, jedes Morden des Feindes hört auf. Es hört auf in dem Namen Jesus Christus.
Er ist dafür gestorben. In seinen Wunden sind wir geheilt. In Jesu Namen. Amen. Warte mal. So, das beten wir auch jetzt gerade hier für euch. Wir beten, dass diese ganze Bedrängnis im körperlichen Bereich, im seelischen Bereich, im geistlichen Bereich, alles, was da gegen euch ist, auch gegen die Familie und was immer da ist, was wir alles erwähnt haben, dass da ein Durchbruch in deinem Leben kommt, dass es zu einer Veränderung kommt und dass der Herr, der Herr, wirklich eingreift in deiner ureigensten persönlichen Situation. Das, was dir auf dem Herzen liegt, wir sprechen aus, es kommt zu einer Veränderung jetzt im Namen Jeshua HaMashiach. Mir ist dazu eingefallen, weil wir jetzt öfter gesagt haben, back to sender. Wenn dir das fremd ist oder wenn du sagst, hä, was reden die denn da? Es heißt einfach nur zurück an den Absender. Wir sind überzeugt davon, dass die Attacken, unter denen wir stehen und was wir berichtet haben jetzt hier von den Gebetsanliegen, das ist nicht etwas, was Gott dir schickt, sondern es sind feindliche Absichten. Ich habe gesagt, er ist ein Lügner und ein Räuber und ein Mörder von Anfang an. Das ist eine Tatsache, die geschrieben ist. Und sein Auftreten des Satans, des Feindes, das ist schon im dritten Kapitel vom ersten Buch Mose beschrieben. Aber ich sage dir eine gute Nachricht, im drittletzten Kapitel wirst du lesen in der Offenbarung, dass sein Sieg nicht zustande kommt. Und sein Sieg kommt schon jetzt nicht in deinem Leben zustande, sondern zustande kommen die Pläne des Herrn. Ja. Und ich sage dir noch was, du wirst nicht an Corona sterben, sondern auch nicht an einer anderen Krankheit, sondern du stirbst dann, wenn der Herr das Datum festgesetzt hat, wo er sagt, die Wohnung ist fertig, du kannst kommen, ich erwarte dich, du hast einen guten Job gemacht, du bist super gut gelaufen, aber jetzt ist es Zeit zu kommen. Und lass mich in dem Zusammenhang noch mal was sagen. Es gibt ja sehr, sehr alte Geschwister unter uns auch oder von denen, wo wir gehört haben, gelesen haben, schau, das sind wirklich Leute, die lange, lange, lange auch mit dem Herrn gelaufen sind. Manchmal glaube ich, wir haben den Leuten beigebracht, wie man an Heilung glaubt, wie man an Wiederherstellung glaubt. Und das ist super wichtig. Das ist die Grundlage unseres Glaubenslebens. Aber versteht ihr, manchmal denke ich drüber nach. Wir müssen den Leuten beibringen, wie sie sterben in Christus. Dass sie gehen dürfen, wenn der Herr sie ruft. Dass sie nach Hause kommen. Dass es da eine Wohnung gibt. Dass es da eine Krone gibt. Dass es da einen Preis gibt. Dass es da eine Regentschaft gibt. Dass sie in die Wolke der Zeugen eingefügt werden. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Fokus auch immer behalten. Wir bleiben nicht hier. Unser Leben hier ist endlich. Aber wir werden ewig leben bei ihm. So, und ich hatte gesagt, dieses Back to Sender, wir sagen das zurück an den Absender, weil wir glauben, dass die Attacken und die Bedrängnisse einfach vom Feind initiierte Dinge in deinem, meinem und unserem Leben hier sind. Und dazu hat Martin eine sehr lehrreiche Predigt gehalten. Die kannst du bei uns auf der Webseite dir nochmal anschauen. Du musst ein bisschen suchen. Du wirst sehr viel dadurch lernen. Es wird sich dir sehr viel offenbaren, wie du im Gebet mit deinen eigenen Attacken, Bedrängnissen umgehen kannst und solltest. Das andere, was du noch auf der Webseite findest, ist, wie du im Gebet stehen kannst. Was dir wirklich hilft, ist die Rubrik, unter der du die Gebete oder Vorschläge oder Texte findest. Schau sie dir an, lass dich dadurch... Die Rubrik heißt, was dir wirklich hilft. Was dir wirklich hilft. Und da findest du verschiedene Sachen darunter aufgelistet. Du kannst das ausdrucken, du kannst es jemandem schicken. Es ist egal wie, aber verwende doch die guten Dinge,
die uns zur Verfügung stehen, dass wir weiterkommen im Glaubensleben. Und damit bin ich jetzt hier bei dem letzten Gebetspunkt. Und zwar haben einige geschrieben, ich brauche so dringend Ermutigung im Glaubensleben. Ich möchte geistlich wirklich wachsen. Ich möchte die Schlacht in den Gedanken gewinnen durch gute Entscheidungen und die Kraft des Heiligen Geistes. Ich möchte, dass das geistliche Wachstum, das geistliche Leben in meiner Familie wirklich aufsteht. Ich möchte, dass Menschen in meiner Familie gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Insbesondere schreiben das Eltern, die für ihre Kinder ringen im Gebet, dass sie in den Glauben an Jesus kommen und dass sie, wenn sie gläubig geworden sind, schon mal, dass sie drin bleiben oder wachsen oder nicht wieder sagen, naja, das war schon alles ein bisschen, naja, war ja mal eine gute Zeit, aber so, und sie haben es zur Seite gelegt. Lasst uns zusammenstehen für Bekehrungen in den Familien. Nicht nur die Kids, manchmal sind es sogar die alten Eltern, manchmal sind es die Ehepartner, die nicht zum Glauben durchgedrungen sind. Und oft passiert es, dass gerade wenn ein Ehepartner gläubig ist, dass der andere so eine Art, so eine Art Eifersucht empfindet. Ja, du immer mit deinem Jesus und du sagst immer, ich liebe Jesus. Wie wär's denn, wenn du mich mal lieben würdest? Und versteht ihr, da kommt der Feind rein und er sät eine ungute, boshafte Saat und die treibt diese Ehe auseinander. Das ist das, was Martin vorhin sagte. Lasst uns für die Ehen kämpfen, um diesen Zusammenhalt, dass man zusammen im Glauben steht. Und für die, die sagen, ja, das will ich doch auch, aber der will nicht oder die will nicht, pass auf. Sei geduldig mit deinem Partner. Nörgel nicht an ihm rum. Servier ihm das nicht jeden Tag. Sag nicht, ach, ich lese dir gerade mal die Losung vor. Verstehst du, das ist, wie wenn man dir irgendwie, egal was vorlesen würdest, wo du kein Interesse dran hast. Gewinne ihn zuerst durch Gebet. Bring ihn jeden Tag vor den Herrn. Breite deine Last vor dem Herrn aus. Das ist die erste Option in allen Bereichen. Ob das körperlich, seelisch, geistig, egal was ist. Als erstes wird die Schlacht im Gebet, im Geist geschlagen. Deswegen sagen wir, wir beten als erstes auf dem Kampfplatz, der uns verordnet ist, nämlich die Vernünfteleien zu zerstören, diese Mächte der Bosheit zu zerstören, zu sagen, zurück an den Absender und nicht im Natürlichen am Frühstückstisch, ha, aber nun mach doch mal. So, versteht ihr? Ich weiß, dass ihr das versteht. So, das, was geschrieben wurde, ist, dass die Kraft Gottes im ganz normalen Alltagsleben sichtbar zu erkennen und zu erleben ist. Dafür wollen wir beten, dass wirklich geistliches Wachstum in euch passiert. Dass die Dinge zuerst im Geist gesehen werden, gebetet werden, errungen werden und sich dann im Natürlichen zeigen werden. So, und das beten wir in dem Namen Jesu Christi. Wir beten das nicht im Namen von Martin und Sigrid. Das möchte ich auch nochmal sagen. Fang einfach an. Wir wollen jetzt in dem Namen Jesu dafür beten, dass geistliches Wachstum passiert. Kurabashikate. Herr, wir danken dir, dass du Menschen gerufen hast. Wir danken dir, dass du sie gezogen hast in deine Nähe. Und wir danken dir, dass du uns gezogen hast, dass du uns erwählt hast und berufen hast und gesetzt hast, dass wir hingehen und Frucht bringen. Und Herr, wir danken dir, dass du dieses ewig gültige Wort in unsere Familien und Herzen gelegt hast. Und wir beten für einen geistlichen Hunger und einen geistlichen Durst. Wir beten für die Familien,
wo die Eltern ringen, dass die Kinder gläubig werden. Yes. Wir beten für die Ehepartner, dass die Ehepartner sich dir zuwenden. Yes. Wir beten für die alt gewordenen Eltern oder die Mutter, den Vater, dass sie eine Kehrtwende noch vor ihrem letzten Lebenstag, vor ihrem letzten Atemzug machen. Yes. Vollziehen, dass sie dich noch erkennen, dass sie dich aufnehmen und dass sie die Zeit mit dir in der Ewigkeit verbringen werden. Herr, wir wollen Menschen sein, die nicht aufhören zu bitten und zu glauben und uns an dich anzuhängen, dass du diese Dinge zur Vollendung bringen wirst. Amen. In dem mächtigen Namen Jesus. Ja. Herr, das Wichtigste ist, dass Menschen gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Ja. Letztlich ist das, wie es in diesem Leben uns geht, ist zweitrangig. Das Entscheidende ist, dass es wichtig ist, dass wir hier in diesem Leben gerettet werden, erlöst werden, dich kennenlernen. Und wir sprechen aus all die Namen, die hier geschrieben sind und auch die Namen von den Leuten, die uns jetzt zuschauen. Wir sprechen aus von allem. Jeder, der dir auf dem Herzen liegt, jeder, der hier aufgeschrieben ist, jede Familie, jede Verwandtschaft, sprechen aus, der Herr der Herren schenkt jedem eine Chance, gerettet zu werden. Amen. Gott sagt, er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das sprechen wir über jeden Einzelnen aus. Wir sagen, du kommst dahin, dass du den Herrn kennenlernst, dass du ein Zeugnis hast, dass du dich entscheiden kannst, bei vollem, klaren Verstand, für ihn oder gegen ihn, aber dass diese Entscheidung möglich ist. Und wir proklamieren, dass Hunderte und Hunderte von Menschen, die hier genannt sind und die hier bei den Lieben, die hier zuschauen, irgendwo auf dem Herzen sind, dass die gerettet werden. Wir sprechen aus, ganze Familien werden dahin kommen, dass sie dem Herrn dienen. Und weiterhin proklamiere ich, weil mir das auf dem Herzen ist, noch für die Menschen, die einfach in finanzieller Not sind in dieser Phase, die in der Not sind, auch mit Arbeitsplätzen, Jobs, mit Firmen. Wir hatten schon von Unternehmern gesprochen, all das, alles, was diesen ganzen Bereich ist, auch Schulden, Leute, die in Schulden sind oder jetzt dabei sind, in Hartz IV oder was abdrutschen. Wir sprechen aus, oder auch einfach der finanzielle Mangel durch Kurzarbeit und sonst was. Wir sprechen aus, ein Eingreifen Gottes da hinein. Wir sprechen aus Versorgung, übernatürliche Versorgung für jeden und dass da einfach Gnade offenbar wird. Wer einen neuen Arbeitsplatz braucht oder einfach notwendig hat, es öffnet sich eine Tür, die gut ist, die der Mensch komplett ausfüllen kann. Es ist etwas, was zu ihm passt. Was wir sprechen aus, was ist. Richtig im Segen ist. Ja, falsche Türen schließen sich, aber die richtigen Türen öffnen sich. Und so proklamieren wir einfach ein Eingreifen Gottes in jeder einzelnen Lebenssituation. Und wir werden aus dieser Krise, in der Welt jetzt kämpft, als Volk Gottes gestärkt und gesegnet herauskommen im Namen Yeshua HaMashiach. Yes. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen sonst? Bist du fertig? Ja. Oha. Das war eine längere Gebetszeit, wie ihr gemerkt habt. Und wir machen das häufig, dass wir uns wirklich fürs Gebet Zeit nehmen, um Dinge einfach durchzubringen. Ja, auch für das Volk Gottes, für das Reich Gottes. Wir wissen, welche Power, welche Kraft im Gebet steht. Ja, also durch Gebet regierst du, durch Gebet ordnest du Dinge an, du sprichst Dinge aus und das passiert. Durch unsere Worte haben wir eine gigantische Macht und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass wir als Beter wissen, was beten wir, in welcher Richtung beten wir, wie proklamieren wir was. Ja? Schau mal, beispielsweise in Afrika, wenn da diese Großevangelisationen sind, da wird einfach von vorne einfach im Namen Jesus Heilung ausgesprochen, im Sinne von blinde Augen öffnet euch, taube Ohren öffnet euch, Leute, die, was weiß ich, Leberprobleme haben oder was auch immer, Heilung fließt ein und so weiter. Es wird einfach deklariert. Heilung wird angeordnet. Ja, weil wir sind diejenigen, denen der Herr das gegeben hat, dass wir das umsetzen sollen. Und dann hinterher kommen die Leute teilweise zu Hunderten nach vorne, um eben Zeugnis zu geben, weil sie dort mitten auf dem Platz eine Berührung Gottes gespürt haben. Und das ist etwas, was wichtig ist. Ja, wir wissen, der Herr hat gesagt, wir sollen dieses, guck mal hier, mit der Heilung umsetzen, wir sollen Heilung aussprechen, wir sollen in dem Segen Gottes vorwärts gehen. Und da deshalb sind wir dabei, um zu sagen, wir beten, indem wir deklarieren, indem wir anordnen, indem wir diese Dinge zusprechen. Yes. Ja. So, wir sind zum Ende gekommen von, von diesem Gottesdienst jetzt. Es ist schon nach 10. Und das ging aber schnell. Ja, ich hoffe für die Zuschauer auch. Bist du sicher, dass deine Uhr richtig steht? Und
Wir haben über vieles gesprochen und das, was Martin und ich auch machen, das ist, dass wir oft beten, dass die Dinge, die wir sagen, dass sie versiegelt sind in unseren Herzen, in unseren und in euren Herzen. Denn schau, wir wollen hier nicht einfach nur eine Show machen oder euren Abend da gut rüberbringen, sondern wir wollen, dass ihr bereichert werdet, dass ihr aufgebaut werdet, dass ihr Neuland entdeckt. Dass, vielleicht sind heute Abend einige Dinge dabei gewesen, wo du sagst, oh, das habe ich noch nicht so gehört, das habe ich noch nicht so verstanden, das muss ich noch mal vertiefen, das muss ich noch mal nachdenken. Du kannst uns jederzeit anschreiben, auch über die Webseite. Und jetzt sage ich natürlich, schreib uns an, aber wir können nicht jetzt immer auf alle Fragen eine Antwort geben. Aber einfach lass uns teilhaben an dem, was euch bewegt. Ein wichtiger Punkt ist auch das. Ja. Wenn du ein Zeugnis hast vom Eingreifen des Herrn, dann lass es uns bitte wissen, weil das ist für uns sehr ermutigend und das ist für viele, viele Menschen ermutigend. Wir hatten vor 2 Wochen oder 3 Wochen, hatten wir einfach mal ein paar Zeugnisse vorgelesen. Mhm. Das ist extrem auferbauend, wenn du siehst, wie der Herr wirklich Gebet nutzt und eingreift. Und das werden wir vielleicht mal demnächst wieder machen, weil es ist etwas, was deinen eigenen Glauben sehr stärkt, wenn du hörst, der Herr hat hier einem anderen Christen einfach Gnade geschenkt und eingegriffen in seinem Leben. Und von daher ist das mit den Zeugnissen sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, also wenn du ein Zeugnis hast, bitte, bitte sende es uns. Wir sind da sehr dankbar für. Wenn du ein Anliegen hast, schick es uns. Wir werden es ernsthaft vorm Herrn bringen und dann auch auf demnächst mal wieder dann irgendwann hier für die neuen Anliegen beten. Ja. Und wir sind einfach dankbar, wenn du uns unterstützt. Denk dran, dass wir auch noch die Tanja unterstützen kann. Wie gesagt, wenn du da Fragen hast, wie war das nochmal? Genau. Wie war das mit dieser Webseite? Mit der Kontonummer. GoFundMe heißt die. Oder lieber das per PayPal direkt bezahlen willst oder lieber per Konto bei uns einfach überweisen willst, dann schreib mich einfach kurz an, dann schicke ich dir das. Genau. Mhm. Und ja, Halleluja. Ansonsten sind wir gespannt, wie der Herr uns führt und wir freuen uns auf den Segen, den er für die nächste Zeit für uns vorhat. Und seid gespannt auf den Freundesbrief. Ja. Da ist ein starkes prophetisches Wort für diese Zeit drin. Und wir sind selber sehr gesegnet gewesen und sind es noch, einfach durch das, was Gott uns zukommen lässt. Und wir wollen einfach für euch beten, dass ihr in diese prophetische Sicht auch selber reinkommt, dass ihr selber Worte von Gott empfangt, dass ihr Worte des Lebens weitergebt an die Leute, die mit euch zusammen sind, die sie hören wollen. Nicht jeder will das hören. Also sei klug und weise, wem du deine Worte da auch anvertraust. Und dass das aus dem Geist herauskommt. Ja, das muss etwas sein, was aus dem innewohnenden Geist, einfach der Heilige Geist in dir hervorbringt. Und das ist etwas, Paulus schreibt, er sagt, ich möchte, dass ihr alle prophetisch reden könntet, weil er ein Verständnis dafür hat, wie wichtig das ist und wie auferbauend das ist für die Gemeinde. Und von daher ist es etwas, wo wir uns nach ausstrecken können, wo wir hineingehen können. Das ist extremst wichtig und dadurch wirst du Menschen gewinnen, dadurch wirst du Menschen zum Herrn führen. Wenn du im Grunde genommen der Herr dir zeigt, Achtung, bei dieser Person ist genau das und das der Punkt. Und du sprichst einfach und sprichst genau den Punkt an und du wirst merken, wie das Herz offen ist. Und wir brauchen diese Führung des Heiligen Geistes. Er ist es, der uns in alle Wahrheit leitet. Wir brauchen das dringend. Weißt du, Evangelisation ist so mühsam, so ein Knochenjob, wenn du es ohne den Heiligen Geist machst. Aber mit dem Heiligen Geist ist das die spannendste und genialste Erfahrung, die du in deinem ganzen Leben machen kannst. Das stimmt. Ansonsten ist es wirklich eine Knochenjobarbeit, weil man nicht richtig weiß und man möchte doch, dass der andere zuhört und dann will er ja doch nicht. Und das ist alles ein bisschen, wenn der Heilige Geist diese Herzen vorbereitet, wird es sein Werk sein und es ist sein Werk der Gnade. So, am Schluss will ich natürlich nicht versäumen, eine Proklamation aus dem Wort Gottes mit uns allen zu teilen. Und du kannst sie finden in Judas 1. Help. Ich weiß nicht, genau das habe ich gedacht.
Judas, was steht denn da alles drin? Hey, les Judas, du wirst begeistert sein. Und ich bin sehr begeistert darüber, dass die letzten Verse von Judas 1, danach kommt nämlich die Offenbarung. Und Judas 1... Wie viel Kapitel hat denn Judas? Judas ist ein ganz kurzes, das ist eigentlich nur ein Klacks. Kann das man ist nur ein in Kapitel. Einer Stunde durchgelesen haben und sogar noch nachgedacht haben. So, aber der Schluss von Judas 1 ist der Lobpreis. Und das ist ein Faktor, den wir in unserem Dienst immer sehr fokussieren im Gebet, dass wir den Herrn loben, dass wir ihn preisen, dass wir ihn zuerst erheben. Bevor wir überhaupt über die Probleme reden, sprechen wir aus, was er ist, wer er ist, wer er in unserem Leben sein will, was er in unserem Leben getan hat, wie wir ihn kennen, wie wir ihn ehren, dass wir ihn lieben. Vielleicht musst du das mal wieder neu erfahren, dass du sagst, Jesus, ich liebe dich wirklich. Ich liebe dich von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit meiner ganzen Kraft. So, der Schluss von Judas 1 ist der Lobpreis für den, dem alle Ehre gebührt. Auch von heute Abend, auch wenn du jetzt ins Bett gehst oder vielleicht das noch ein bisschen ausklingen lässt. Vielleicht für heute Nacht, wenn du wach wirst und der Heilige Geist dich an Dinge erinnert, dass die du heute gehört hast, auch gerade mit der Predigt von über Jesaja. Wir wollen dem die Ehre geben, dem unser Leben gehört. Denn unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Das Amen. Musst du dir Amen. Tag und Nacht in Erinnerung rufen. Ja. Mein Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und dieser Schluss heißt hier, dem aber... Ich liebe das Aber Gottes in unserem Leben. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Halleluja. Ist das nicht ein gewaltiger Text? Kannst du glatt nochmal lesen. Ach komm, du liest ihn nochmal. Ach so, ich, ja. Weil es so schön war. Steht sogar drüber, Schluss, Lobpreis. Dem aber, ja. Der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag. Yes. Dem alleinigen Gott, unserem Heiland, ja. Durch Jesus Christus, unserem Herrn, yes. Sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt. Jetzt. Das gilt für jetzt. Jetzt. Und in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Yay. Huh. Entschuldigung. Ich wollte einfach nur mal klatschen, weil ich mich echt freue über solche Texte. Da blüht mein Herz auf. Das ist einfach, das füllt mein Herz mit Jubel, wirklich. Halleluja. So, seid gesegnet im Namen des Herrn. Der Herr behüte euch und bewahre euch in der vor euch liegenden Woche, an dem Wochenende jetzt. Yes. Wir sprechen aus, dass die Gebete in eurem Leben Auswirkungen haben. Wir versiegeln das. Wir sprechen aus, das Wort, was ihr gehört habt, ihr habt es empfangen und in eurem Leben hat es Auswirkungen. Wir segnen euch einfach mit dem Guten, was der Herr für euch hat. Ja, weil wir wissen es mit ganzem Herzen. Gott hat mehr für uns. Yes, Amen. Gott hat mehr für uns. Dein Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Yes. Amen. Halleluja. Und gute Wunderbar. Nacht. Wunderbar. Ciao, ciao. Seid gesegnet. Tschüss. Seid gesegnet. Bis nächste Woche Freitag.